Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Ja, ja, Na, Süßer ist ein Johnny. Aber nur Johnny, du warst nur fast Erster. Nur ganz, ganz, ganz fast. Der magische Stream-Element-Spot, der war schneller. So, ist ja ein cooler Boy. Hallöchen. Erstmal Hallo an alle übrigens. Hallo Alpha, hallo Johnny. Und hallo Dark Racer. Und auch an dich nochmal, hallo cooler Boy. Na, wie geht es euch? Miau, sind da doch so viele um so eine späte Uhrzeit wach? Ja, Leute, ich hab's mal wieder mega spät geschafft. Ich bin mega gut. Aber heute passt es wenigstens, dass ich spät zocke. Miau. Heute passt es, aber perfekt. Was geht ab? Oh, ich würde sagen, alles, was nicht festgebunden ist. Ja, ich hatte ja normalerweise eigentlich vor. Ding Dong! Ah, das hatte ich nicht vor, aber ich trinke natürlich erstmal was. Hallo Dragon D-King, grüß dich. Miau. Miau. So. Ich habe was getrunken. Miau. Miau. Ich hatte ja eigentlich vor, ein bisschen Super Animal Royale zu spielen. Aber da es nun dann spontan doch geklappt hat mit dem Downloaden, Installieren und Testen von diesem Spiel, dachte ich mir, nee, jetzt streame ich das. Ja, eine Runde Resident Evil Village. Einfach aus dem Grund, weil ich das, glaube ich, in der Vergangenheit schon zweimal angefangen hatte bei Twitch und noch kein einziges Mal zu Ende gespielt habe. Aber auch heute werden wir wieder komplett neu anfangen, weil. Ja, ist schon wieder eine Weile her, ne? Leider habe ich mir das DLC noch nicht geholt. Das werde ich erst noch machen. Aber wir wollen ja so. Ich will ja sowieso erstmal die Hauptstory durchspielen, bevor ich dann nachher das nächste weiterzocke. Miau. Aber ich dachte mir, weil Halloween ist und weil es ja da zur Atmosphäre passt, hatte ich sowieso mal wieder Bock auf Horror. Und Resident Evil macht sich da ja perfekt. Und warum dann nicht mal wieder Village spielen? Ich musste das natürlich ein bisschen optimieren. Ich kann es auch nicht auf maximaler Grafik spielen, weil, naja, das Spiel läuft über den Laptop. Der hat nur eine 1050 drinne. Das heißt, Raytracing werden wir leider auch nicht haben. Aber Hauptsache, Hauptsache, es macht Spaß. Das ist das Wichtigste. Miau. Zombies mit Schnee. Ja. Der trifft doch zu auf dieses Spiel. Da liegt doch überall Schnee. Und ich glaube, diese Dinger sind auch so ein bisschen Zombies. Weiß ich nicht. Für mich sind es Zombies. Miau, miau, miau. Einfach miau. Aber unendliches Miau. Ja, was ist denn Evil Village? Genau. Hallöchen, Lost. Grüß dich. Ja, ich freue mich. Habe ich schon so ewig nicht mehr gespielt. Und weil das halt auch schon so lange her ist, wird das halt nochmal eine ganz andere Experience, weil ich natürlich jetzt nicht mehr auswendig weiß, wo man wie, wann, wohin muss. Ich weiß zwar noch in etwa, was die Story ist, aber ja, die Rätsel werden trotzdem nicht ohne. Ja, aber wie geht es euch denn so? Wie war euer Wochenende bis jetzt? Ich hoffe doch mal entspannt. Miau, 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 miau. Gott, ich merke aber, ey, diese Horrorspiele bräuchten mal Hintergrundmusik. Das ist ja schon wieder viel zu ruhig hier. Miau. Einfach miau. Aber in der Ruhe liegt die Kraft.
Jo, mir geht es auch gut. Hey, danke der Nachfrage. Miau, ich höre mich nur schon wieder so total müde an, obwohl ich gar nicht müde bin. Hilfe. Wie kann das sein? Miau. 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 Ich merke, der Chat ist schon wieder eingeschlafen. Miau. Oder sie haben zu viel Angst, das kann ja auch sein. Ja. Du hast dann nichts gegessen. Ja, ich würde mal sagen, passiert. Ich auch nicht so wirklich. Aber ich habe auch keinen Hunger. Ich habe mehr Durst als Hunger, aber ich habe ja was zu trinken. Miau. Miau. So, aber jetzt mal ernsthaft, was ist das? Ich stelle den Leuten eine Frage und keiner antwortet. Das war wieder typisch. Miau. Überhaupt noch jemand da? Nee. Miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Okay, offensichtlich ist keiner mehr da. Wow. Immer diese Leute, die Hi sagen und dann nicht mehr da sind. Einfach weggehen. Das sind die richtigen. Da fängt man ja mit guter Laune an zu zocken. Ah, macht nichts. Miau. Ah, ich würde einfach mal ganz, ganz locker flockig ein neues Game starten. Weil. Besser? Wichtig? Sehr wichtig. Ich hoffe, der Ton ist einigermaßen in Es ging Ordnung. einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille, die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. Komm, Kind, stille deinen Durst, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. Komm, Kind, wärme dich, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. Komm, Kind, iss nur. Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. Yay! Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück.
Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich versteh's ja. Hast du was gesagt? Ja, sowas. Bring sie ins Bett. Oh. Sorry, ich wollte jetzt eigentlich nicht dazwischen reden. Was ist denn los? Wo sind die jetzt alle hin? Das macht mich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen traurig. Miau. Ich dachte, die Leute freuen sich, wenn ich endlich mal wieder was Richtiges zocke. Aber miau. Schade. Oder läuft der Stream nicht? Kann mir das vielleicht mal jemand beantworten? Ich meine, kann ja sein. Miau. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Ja, Shadow Eyes, eigentlich habe ich aber vorhin auch mit allen anderen geredet, aber ich verstehe das irgendwie auch nicht so richtig. Die Leute kommen rein, sagen hi, verziehen sich dann. Verstehe ich wirklich nicht. Mache ich auch nicht. Aber naja. Ja, sowas macht mich halt leider wirklich ein bisschen traurig. Keine Sorge. Ja. Ist in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Mehr. Miau. Na süß, Johnny ist ja noch da. Na, wie geht's? Miau. Oh, danke für deine magischen Bits. So, ich hoffe nur, die Grafik ist nicht komplett doof. Ich kann's halt nicht auf hoher Grafik spielen. Das erlauben meine Geräte leider nicht. Aber ich habe es zumindest so eingestellt, dass es flüssig läuft. Miau. Merkt euch mal diese magische Spieluhr, die könnte später noch ein bisschen wichtig werden. Aber nur ein bisschen. Miau. Schläft sie? Ja, sie schläft. Oh, Fuchsirudel, aber Hallöchen. Riecht gut. Miau. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Churba. Ding Dong. Aber miau. Wow, du lebst. Meine armen Öhrchen. Hm? Ja. Und regionaler Wein. Ja. Ja. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Miau. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana. Die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du, ich, Rose, jetzt... ich darf noch mal was trinken. Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Prost. Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Mia, runter! Mia! Oh God! Chris! Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Los, Bewegung! Sauber! Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los.
Oh, immer auf die Fresse. Fuchsi, was los? Schaff den hier raus. Warum sad? Vor allen Dingen, Fuchsi, was meintest du mit, was sind Community Coins? Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen. Ja, das kann ich dir nämlich selbst nicht beantworten. Kenne ich nicht, höre ich das erste Mal heute. Ja. So, Johnny möchte, dass ich... Ah. Ich wechsle mal kurz den Avatar. Miau, 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 miau. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. So. Bitte schön, jetzt leuchte ich. Hatten wir doch besprochen. Miau. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mir. Und achso, hi Yoshi, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Miau. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Altmodischer Klingelton an einem altmodisch aussehenden Handy. Da will man doch fast nicht glauben, dass das Spiel vom letzten Jahr ist. Ja, Yoshi, bei mir ist soweit alles gut. Ich hoffe doch bei dir auch. Ja, wie geht's dir? Chris Redfield und Rose. Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Miau, miau, miau. Fuck. Scheiße, was ist passiert? Bei dir ist alles gut? Das freut mich zu hören. Fluff. Sorry übrigens, falls ich nicht so oft antworte, aber... So, in der Zwischensequenz würde ich in diesem Spiel gerne versuchen, nicht zu reden. Also, da braucht euch keine Sorgen machen, dass ich den Chat nicht sehe. Weil ich sehe den Chat, keine Sorge. Miau. Einfach miau. Ne? Yay, du hast es auch noch geschafft. Du tust ja so, als wäre das schon wieder fast vorbei. Ich habe gerade erst angefangen. Aber kurioserweise ist halt keiner da. Ich verstehe nicht, warum. Es ist Wochenende, es ist die perfekte Uhrzeit. Es ist vor allen Dingen mal ein echt gutes Spiel. Und einfach keiner ist da. Drei Leute haben mich vorhin schon eiskalt. Kann man von verarscht sprechen? Ich glaube schon fast ja. Willst du sagen hi? Dann sag ich halt zurück, frage, wie es denen so geht. Und dann verziehen die sich halt auch einfach wieder. Das ist bei meiner derzeitigen Psyche wirklich schon fast so eine Situation, wo ich denke, ey komm, euch sperre ich jetzt aber weg. Aber weiß ich vielleicht nicht, ob das gut ankommen könnte. Aber so ein bisschen Nerven tut sowas schon. Warum schreibt man denn überhaupt teil, wenn man keinen Bock hat, mit zuzuschauen? Oder kann wenigstens sagen, ja, ich bin jetzt nur kurz da, weil keine Zeit oder so. Aber einfach so gehen, ich finde sowas ein bisschen ehrenlos. Bin ich der Einzige, der so denkt, oder seht ihr das wenigstens genauso? Miau. Ja. So. Miau, 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 miau. Läuft der Stream wenigstens gut? Das muss ich ja auch mal wissen. Weil ich habe das Gefühl, das läuft nicht so richtig, weil... Ich habe ja auch einige streamtechnische Bugs, die mich auch ein bisschen stören. Da bin ich fast am Überlegen, ob ich den Stream einmal beende und nochmal neu starte. Weil irgendwie ist das ein bisschen sass. Ja. Weil da oben in meiner Chatliste steht die ganze Zeit die Zahl 0, obwohl ich definitiv nicht 0 Zuschauer habe.
Entweder ist also der Stream gerade verbuggt oder Stream Elements bzw. Stream Labs ist gerade down. Allerdings funktioniert ja der Streamlabs-Bot, das heißt, Streamlabs müsste ja funktionieren, aber es triggert mich gerade ein bisschen und... WTF, wo muss ich hin? Hier ist ein Zaun. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Man sieht hier aber auch fast gar nichts, aber ich habe das Gefühl, hier muss ich nicht lang. Na, die hätten hier ruhig ein bisschen so die Sichtweite erhöhen können. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich hin soll, jetzt ohne Scheiß. Nach oben geht es nicht. Ah, scheiß auf. Ich starte den Abschnitt neu. Vielleicht hätte ich in dem Moment nicht in den Chat gucken sollen. Ich bin irgendwo hingelaufen und ich wusste einfach nicht, wo es weitergeht. Ja. Das hat ein anderer Streamer auch. Na, dann weiß ich, dass es zumindest nicht an mir liegt. Aber dann weiß ich, dass ich zumindest bei mir das mal ganz kurz ausschalten werde. Ich muss nur noch ganz kurz gucken, wo das geht. Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht. Ah doch, da geht das. Weil wenn die Anzeige nicht funktioniert, dann wüsste ich auch nicht, wieso ich diese Anzeige anlassen sollte. So, das ist besser. Uff, weil das triggert extrem. So, jetzt bin ich wieder hier. Fuxi-Rudi ist goldig. Das könnte sein. Stream Elements hat, soweit ich weiß, keinen Live-Ticker. Das hat nur Streamlabs. So, aber ich werde jetzt mal dem Weg richtig folgen und sag mal... Even, wäre es vielleicht mal in Ordnung, wenn du ein bisschen schneller läufst? Mir. Unfall? Ja, sieht ganz danach aus. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Spoiler sind nicht so schön. Warte mal, ich muss nur ganz kurz meine Maus hier... Das Kabel verfängt sich schon wieder die ganze Zeit in meiner Tastatur. Und das nervt ein bisschen. Was hat man denn davon, dass man zwei Tastaturen hier hat? So, jetzt habe ich mich einmal kurz umgedreht und weiß schon wieder nicht, wo ich bin. Ist das dem Spiel sein Ernst? Ah ne, warte. Hier sind die Fußspuren. Aber die hören auch hier einfach auf, ne? Ich weiß jetzt schon wieder nicht, ob ich richtig laufe oder nicht. Ah ne, warte, hier sind sie wieder. Okay, irgendwas ist hier definitiv. Ich habe gerade ein paar Schritte gehört. Jetzt bin ich schon wieder vor diesem Zaun. Ach was, jetzt kommt das Tutorial, dass ich mich hinhocken soll. Na danke an das liebe Spiel, dass das vorhin nicht funktioniert hat. Das Spiel hat mich verarscht, Leute. So, ihr wollt, dass ich mit den Ohren wacke? Wenn mir schlecht wird, ist es eure Schuld. Miau. Fluff. Einfach Fluff. Ach, wartet mal, sorry, das mit der Maus ist gerade richtig nervig. Ich muss mal ganz kurz das Kabel hier verändern. Gib mir mal eine Sekunde. Das nervt mich gerade richtig, richtig hart. Alter, spackt ja richtig rum hier alles, die Technik. Ich finde aber auch das scheiß Mauskabel gerade nicht. Alter, ich empfehle euch niemals zu viel Kabellage zu haben, ey. Das nervt ja mal richtig übel. Das kann ich euch sagen. Ich würde doch fast schon sagen, beim nächsten Mal zocke ich dieses Spiel mit Controller. Aber ich habe kein USB-Slot mehr dafür frei. So, von wo war ich jetzt eigentlich gekommen? Ich merke gerade, ich habe mich mal wieder gedreht. Warum ist jetzt so plötzlich ein Stück Zaun? Bin ich nicht von hier gerade gekommen oder bin ich jetzt doof? Egal, ich folge mal den Fußspuren weiter. Wenn ich zurücklaufe, tut's mir leid. Miau. Ach, hallo Dragon Gamer. Grüß dich. Na du? Miau, 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 miau.
Wieso ist hier jetzt eine unsichtbare Wand? Ich dachte, ich muss hier hin. Hier ist schon wieder eine unsichtbare Wand, hä? Ich check das Spiel nicht. Hat man hier wenigstens mal so eine Art Map oder so? Ja, hat man. Wow, anscheinend gehe ich komplett in die falsche Richtung. Geil. Warte mal, bewegt sich dieser Pfeil, je nachdem, wohin ich gucke? Ja, tatsächlich. Cool. Ich muss also... Hä, nach unten gehen? Okay. Dachte, ich muss den Berg nach oben. Ich bin Controller-Mensch. Naja, in manchen Spielen ist ein Controller halt scheiße. Zum Beispiel in Shooter-Games. Das ist hier wieder dieser Zaun. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, nee, hier sind schon wieder die Fußspuren. Ich gehe doch richtig, oder? Das Spiel ist zutiefst verwirrend. Das sind ja wieder diese Holzstücken auf dem Boden, ja. Aber diesmal scheine ich auf dem richtigen Weg zu sein. Und Johnny, danke für deinen Raid, der nicht wirklich viel Sinn macht, weil du nicht gestreamt hast. Was haben wir denn hier? Das sieht ja lecker aus. Miau. Oh, noch ein Vogel. Warte mal, ducke ich mich eigentlich noch? Oh ja, ich war noch dabei, mich zu ducken. Wow. Ach, warum nicht? Oh, ja, moin. Also Leute, ich glaube, irgendjemand kann Raben nicht leiden. Okay. Ich habe ja da keine Waffe, ich kann ihn nicht erlösen, es tut mir leid. Miau. Miau, 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 miau. Boah, Alter. Mach doch mal den Nebel weg hier. Bin ich noch richtig? Oh, sieht so aus. Miau, miau, miau. Also Johnny, ich würde wirklich ganz lieb darum bitten, diese Wait-Funktion nicht zu missbrauchen. Das ist wirklich nur für Streamer gedacht, die Leute weiter waden. Wenn man selbst die streamt, macht die Funktion nämlich wirklich überhaupt keinen Sinn, mein Lieber. Ja, wenn wir sehen wollen, wenn wir sehen sollen, dass du da bist, dann kann man auch einfach Hallo sagen. Fluff. Einfach Fluff. Man kann sich nicht selber waden, Leute. Warte mal, hier ist eine Tür, okay. Es geht aber nicht komplett rein, Ethan. Das ist nämlich noch eine zweite Tür. Ach nee, das war Einbildung. Hier ist keine zweite Tür. Miau. Einfach miau. Nimm, 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 nimm. Hättest morgen Zeit mit mir zu reden? Bist gestern eingeschlafen? Oh, das ist ein bisschen doof, weil morgen habe ich keine Zeit. Morgen bin ich unterwegs, mein Lieber. Das tut mir leid. Miau, meine Lieben. Das einzige Horrorspiel, wo man einen Wasserhahn untersuchen kann. Oh. Okay, irgendwas ist gerade zerbrochen. Ich schwöre, ich war das nicht. So, ich erwarte einen Jumpscare. Okay. Kein Jumpscare. So, wo muss ich denn hin? Ich muss halt echt sagen, man sieht hier kaum etwas. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber man sieht hier einfach nichts. Miau, miau, miau. Warte mal, was hat die Karte? Wo muss ich hin? Ah, okay, ja. Ich hatte den Türrahmen nicht gesehen. Sorry. Marbles gestern war cool. Ja, hätte besser sein können. Sorry, aber mir macht das Spiel ehrlich gesagt nicht so viel Spaß, wenn da fast keiner mitmacht. Was ein bisschen traurig ist, weil ihr euch das ja sogar gewünscht hattet. Wenn man sich das wünscht, dann erwarte ich auch ein bisschen, dass man da mitmacht.
Das ist wie letztens bei Mario Kart. Da hatten sich ganz viele gewünscht, dass ich mal Mario Kart spiele. Da habe ich es gespielt und da war erstmal die ersten paar Stunden keiner da, der mitgezockt hat. Das ist dann immer so der Moment, wo ich mich wirklich frage, warum? Ein interessantes Bild, man erkennt nicht, was da drauf ist. Wunderbar. Warum höre ich Geräusche aus Richtungen, wo nichts kommen kann? Oh, ich bin der Mann mit einem blutigen Schrank. Yeah. Ich erwarte jetzt aber hier den richtigen Jumpscare, komm. Ah nee, ist nur eine Ratte. Okay. Gibt's da sonst noch was? Scheiße, das Spiel laggt. Uff. Och nein, jetzt sag nicht, das Spiel ist abgestürzt. Ja, moin. Okay. Cool. Ich weiß nicht, was das für ein Fenster ist, aber ich würde das Spiel gerne neu starten wollen. Was ist Lurk? Das ist, wenn man jemanden lurkt. Das kann man nicht erklären. Eigentlich weiß jeder, was das ist. Miau. Komm schon, ey. Ich mache jetzt einfach Alt mit F4, wenn das schon meint abzustürzen. Ja. Wenn Programme sich nicht beenden wollen, hilft einfach der... Ja. Dann hilft der magische... Ach, wie heißt denn das? Taskmanager. Was heißt Synchronisation nicht möglich? Das ist mir doch egal. Ich weiß, dass ich nicht online bin mit dem Laptop. Das hatte ich aber auch nicht vorgehabt. Miau. Auf Twitch spricht man von Lurkern als komplett stille Zuschauer eines Streams, die in keiner Weise... Ich muss hochscrollen. Die in keiner Weise dem Stream interagieren. Lurker erwecken den Eindruck, dass jemand zusieht, während er es in Wirklichkeit nicht tut. Ja, das stimmt schon, aber es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Lurker. Es gibt die Lurker, bei denen es nervt, und es gibt die Lurker, die wenigstens gute Lurker sind. Also, schlechte Lurker sind die, die sich einfach so verziehen, ohne mal Bescheid zu sagen. So wie vorhin, als es angefangen hat, wo ich mit den Leuten rede, 10 Jahre keine Antwort kommt und ich dann merke, oh, die sind ja gar nicht mehr da. Wo ich mich dann wundere, ey, warum habt ihr eigentlich Hi gesagt? Wenn ihr keinen Bock zum Zuschauen habt, dann kommt doch gar nicht erst rein. Das denke ich, dachte ich mir in dem Moment wirklich. Ich meine, im Endeffekt kann ich keinen zwingen, das zu sagen, aber es zieht einen dann doch schon ziemlich runter. Weißt du, das ist so das Gefühl, als würde man mit der Wand reden. Ist nicht besonders schön. Och nein, jetzt bin ich nicht ernsthaft wieder am Anfang. Ey, ist nicht wahr. Und dann kann man nicht mehr sprinten hier in dem Game. Aber was ist das für ein Mist? Oh, ich hoffe, dass der Schrott jetzt nicht jedes Mal abstürzt, wenn ich an dieser Stelle bin. Wenn man Fortnite spielt nebenbei zum Beispiel. Ja, da ist ein Lurk zwischen den Runden ja auch gerechtfertigt. Aber vorhin war es ja sogar so, die Leute haben Hi gesagt und waren dann direkt wieder weg. Einfach so. Sind gar nicht mehr da gewesen. Haben einfach anscheinend den Browser geschlossen und dachten sich, oh, lass den mal machen. Da bin ich mir wirklich mal überlegen, diese Leute in Zukunft zumindest zu timeouten. Ja. Ja, so, wir sind wieder am magischen Zaun. Ah, so, diesmal renne ich aber durch, sobald ich rennen kann. Oh, Ethan fängt jetzt schon wieder an, sich seine Hand zu verletzen. Ethan, du bist sehr gut. Hallo Pascal, ich habe gerade schon Hallo gesagt. Hast du es nicht gehört? Aber ich kann gerne nochmal Hallo sagen. Na, wie geht's dir? Miau. So, jetzt sind wir wieder bei den Raben. Achtung, wahrscheinlich Jumpscare oder so. Keine Ahnung. Ich muss auch zugeben, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich mich auch nicht vor dieser Krähe erschreckt. Ich meine, so ein Vogel, der plötzlich anfängt zu leben, hat man auch im realen Leben. In einer gewissen Situation. Miau, 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 miau. Was, Charlie, macht deinen Bot weiter? Was meinst du? Was meinst du mit macht deinen Bot weiter? Habe ich jetzt schon wieder was verpasst?
Miau. Miau. Jetzt sind wir wieder im höchst magischen Häuschen. Na wunderbar. Es nervt übrigens immer noch, dass man hier fast nichts sieht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich halt die Grafik-Settings ein bisschen weiter runter habe. Oder daran, dass Ethan keine Taschenlampe hat. Obwohl, doch, muss er ja haben. So, bitte lass das Spiel jetzt nicht wieder hier abstürzen. Das wäre wirklich höchst nett. Bitte. Nein, diesmal läuft es weiter. Okay. War wohl nur so ein vorübergehendes Ereignis, dass es abgestürzt ist. Ach ja, wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Ah, okay, doch, ja, es hat sich ein neuer Weg eröffnet. Miau. Ach, du machst mein Bot, okay. Ach stimmt, du wolltest ja so einen Discord-Bot für mich machen, oder? Aber ich hatte doch gesagt, das musst du gar nicht. Miau. Ich hab doch schon genug Discord-Bots. Miau, und ich wüsste doch nicht, was ich sonst noch so machen sollte, also. Ich wüsste nicht, wozu ich jetzt noch einen Bot bräuchte. Miau, hab zu viele. Genau, Ethan, kriech durch den Schrank drunter. Miau. Miau, 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 miau. Was, du startest den Stream kurz neu wegen Verzögern? Netter Mensch, da muss man den Stream nicht neu starten. Da reicht es, wenn du kurz auf Pause drückst und wieder auf Play drückst. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Wieso läuft das Spiel eigentlich gerade auf 30 Frames? Kann mir das jemand sagen? Ich will flüssiges Gameplay haben. Oh Mann, das nervt mich gerade schon wieder. Weißt du, wenn man schon auf niedrigster Grafik zockt und das Spiel trotzdem nicht flüssig läuft? Meine Damen und Herren, Resident Evil. Das Spiel voller Schränke, die man zwar öffnen kann, die es aber keinen Nutzen hat. Warte mal, war die Öffnung hier gerade eben auch schon? Ich bin gerade sehr verwirrt. Von wo bin ich jetzt eigentlich gekommen? Ah, wahrscheinlich von hier, oder? Interessant, man kommt nicht zurück. Miau. Hindernis überwinden. Cool. Sehr, sehr nice. Oder vielleicht laggt es jetzt so rum, weil bestimmt das Dorf geladen wurde oder so. Kleiner Fun Fact. Ich wundere mich ein bisschen darüber, dass es gerade eben noch stockduster war und jetzt so ganz plötzlich ist es hell. Wie oder warum ist das passiert? Ja, wo zum Teufel bist du? Ich weiß es schon. Ich muss sagen, selbst mit niedriger Grafik ist diese Aussicht schon ziemlich geil. Miau. So, meine lieben Leute, vor uns ein Dorf, im Hintergrund Schloss Dimitrescu. Glaube ich zumindest, dass das das war. Ich meine, ich kann es auch Hogwarts nennen, ne? Extra in süßer Bot. Okay. Hä? Ach, da war ein Abgrund, lol. Gar nicht gemerkt. Oh Mann. So, wenn das Spiel sowieso schon rumruckelt, dann kann ich es ja wenigstens auch auf 30 stellen. Eine stabile 30-Grenze ist besser als eine rucklige. Ich meine, man kann es ja noch zocken. Da muss ich sagen, da ist ein großer Nachteil am gesamten Resident Evil Franchise. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es gibt keine Bewegungsunschärfe. Kann man nicht einstellen. Und das finde ich schon scheiße. Aber ziemlich scheiße. Miau, miau.
Bin ich hier eigentlich richtig? Ja, da war so ein kurzes Event. Ich bin richtig. Denke ich nochmal zurück. Ich will gucken, dass ich auch ja alles mitnehme. Weil, wie das bei Resident Evil so typisch ist. Okay, nee, ich merke. 30 ist irgendwie doch ekelhaft anzuschauen. Miau. Aber nee, jetzt mal wirklich. Ich verstehe das nicht. Warum keine Bewegungsunschärfe? Das würde das Bild halt besser machen. Aber sowas von. Ja. Was? Streamlabs? Wieso antwortest du eigentlich immer auf den Bot? Miau. Oh, jetzt geht Yoshi auch schon wieder in den Lurk. Miau. Warum gehen immer alle? Mau. So, hier ist nichts. Hm. Irgendwas fehlt. Ja, hätte ich nicht gedacht. So, meine lieben Leute. Resident Evil. Das Spiel, bei dem wichtige Gegenstände immer mit gelbem Klebeband beklebt sind. Ist auch ziemlich unlogisch, aber es geht wohl nicht anders. Do not enter. Seht ihr? Gelbes Klebeband. Aber hier kommt man selbstverständlich noch nicht durch. Das Doofe ist, das ganze Dorf ist ein reines Labyrinth. Ich frage mich wirklich, wer das aufbaut. Miau. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ja, nee, das ist halt ein bisschen verwirrend. Ganz besonders nachher, wenn du im VOD drinne, wenn das VOD hochgeladen wird, weil die Nachrichten von Streamlabs sind, wie man sehen kann, nicht dort im On-Stream-Chat zu sehen. Also, wenn es geht, bitte nicht auf Streamlabs antworten, weil es ergibt absolut keinen Sinn. Also, ist nicht böse gemeint, aber es ist halt echt unnötig. Ja. Ja. Nee, Streamlabs braucht keine Liebe. Miau. Einfach miau. Wo will das Spiel eigentlich, wo ich hingehe? Hey, warte mal, da ist immer noch eine Tür, die ich nicht angeguckt habe. Ah, wie gut, dass ich nochmal zurücklaufe gerade. Aber echt cool, wie man hier einfach im Kreis laufen kann. Da ist vor allem noch ein zweites Haus. Die verarschen mich doch. Was? Er hat's verstanden? Wer hat was verstanden? Ja. Oh, guck mal, eine frisch gekochte Suppe. Was würde ich dafür geben, das jetzt essen zu dürfen? Miau, miau, miau. So, offensichtlich ist hier nichts. Miau, miau, miau. So, aber hier in dem Raum ist noch irgendwas, was man aufsammeln kann. Aber was? Ich kann es ja immer nicht leiden, wenn ich irgendetwas verpasse. Ich möchte, wenn es geht, das Spiel auch zu 100% spielen und alles mitnehmen, was geht. Aber hier gibt es nichts. Oh doch, hier gibt es eine Blutlache, aber das war's dann auch schon. So, ich sehe gerade, dass dort noch ein Haus ist. Gehen wir mal rein. Das ist wirklich ein bisschen seltsam. Laut Karte gibt es in diesem Raum definitiv irgendwas zu finden.
Jetzt ist aber die Frage, was und wo. Weil wie man gut sehen kann, ist der Raum leer. Was? Ach Leute, verarscht ihr mich gerade? Ja. Ich bitte euch mal nochmal freundlich darum aufzuhören. Wirklich. Miau, 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 miau. Miau. Was ist das denn? Ethan, das ist Musik. So etwas existiert schon sehr, 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 sehr lange. Miau. Miau, 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 miau. Miau. Hausbesitzer vermisst. Bis auf weiteres kein Zutritt. Wo haben die Dorfbewohner eigentlich immer ihr gelbes Klebeband her? Muss ich wirklich mal nachfragen. Generell, wo haben alle Resident Evil Charaktere immer gelbes Klebeband her? Ich habe im Real Life noch nie gelbes Klebeband gesehen. Ja. Thema Charlies Schönheit. Ah, aber ich glaube, da verwechselst du mich mit jemandem. Miau. Verschlossen. Okay. Ich bin immer voll der Klogucker hier. Das sind Hühner. So, das Spiel möchte offensichtlich, dass ich in dieses Gebäude reingehe. Bis jetzt haben wir noch nichts Sinnvolles gefunden. Wann wird das wohl passieren? Sieht zeitberechtlich aus. Habe ich eigentlich schon ein Messer? Ne, habe ich noch nicht. Okay. Miau. Die Spannung steigt. Ich... Ja, jetzt habe ich ein Messer. Oh, das lassen wir mal auf der 1. Oh, wenn dir das Spiel Erste-Hilfe-Arznei gibt, bedeutet das, dass gleich etwas Böses kommt. So, wir machen natürlich Inventarmanagement hier. Warte mal, was ist das hier? Was ist das hier? Mann, ist die Steuerung komisch. Also jetzt mal wirklich. Hä? Ah, okay, 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 gut, das wusste ich nicht. Ich dachte, man hätte so eine Art zusätzlichen Inventarslot mit so einem, die man halt dann nicht benutzen kann, aber trotzdem bei sich trägt, aber anscheinend ist das so eine Art Papierkorb, damit man mehrere Dinge wegwerfen könnte. Untersuchen. Einfach weggelaufen? Oh, guck mal, da ist noch mehr Suppe. Gut, die sieht zwar jetzt nicht besonders modern aus, aber boah, ich bekomme Hunger. Ich bin nicht cute und... Ach, ihr wollt, dass ich ein Avatar change? Hä? Kam überhaupt ein Ding-Dong? Ich habe nämlich mal wieder keins gehört. Jetzt kam ein Ding-Dong. Jetzt, wo jemand Stay Hydrated eingelöst hat. Wow. Na nee, es ergibt keinen Sinn. Ich hätte jetzt sowieso reingeguckt, aber ich kann dann nun nicht die ganze Zeit reingucken. So, der Fuchs hier möchte, dass ich Felix benutze. Gib mir eine Sekunde. Aber nur eine.
Miau. Aber miau. Blub. PS, Leute, ja, ich habe das mit den Augen immer noch nicht gefixt. Oder? Nee, die Augen sind immer noch so komisch. Ich müsste mich da mal ransetzen. Aber ich habe halt zurzeit einfach keine Zeit, um mich um meine Avatare zu kümmern. Das ist das Hauptproblem. So, ich habe da wunderschöne Kratzer auf diesem Schrank gemacht. Wenn dieses Spiel... Hallo Ducken, danke. Wenn dieses Spiel genauso realistisch ist wie sein Vorgänger, bleiben diese Kratzer da immer gespeichert. Das ganze Spiel über, sogar wenn man das Spiel beendet und wieder lädt. Apropos, wann kann man in diesem Spiel eigentlich mal speichern? Weil ich würde gerne das Spiel speichern, bevor es das nächste Mal abstürzt. So, was will das Spiel jetzt von mir? Jetzt bin ich in einem Haus. Und weiter? Hm, ja, ich guck nochmal die Suppe an. Achso, warte, ja, stimmt, ich sollte vielleicht auch noch was trinken. Prost. Klar, Schränke müssen abgestochen werden. Schränke sind die größten Gegner in diesem Spiel. Das wisst ihr nicht. Ich dachte immer, das wüsstet ihr. Ach ja, Achtung, Jumpscare. Ah, nicht, nicht schießen. Nicht. Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto. Lol, der Ton ist asynchron. Der Ton ist einfach asynchron in diesem Spiel. Nein, jetzt habe ich nicht ernsthaft die Szene übersprungen. Nein. Och nein, ich war Och Mensch. Tja, das tut mir leid, ich wollte eigentlich weitermachen. Ich werde aber nicht das ganze Spiel nochmal anfangen. Das könnt ihr mir jetzt nicht antun. Definitiv nicht. Sorry, aber... gar keinen Bock. Dieser Kommentar zerstört sich selbst. Okay. Verdammte. Miau. Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Das sieht man doch. Es ist ein Dorf mit Leichen. Das hast du doch schon mal gehabt. Nur anders. Ach ja, Jumpscare. Er wirft mich einfach weg, obwohl er mich hätte töten können. Fun Fact, Ethan hat so richtig mit seiner Hand. Das hat man schon im 7. Teil gesehen. Er schafft es wirklich immer wieder, sie kaputt zu machen. Mensch, jetzt erschieß ihn doch. Kannst du laut sagen, Ethan? Oh, guck mal, plötzlich bin ich auf der anderen Seite dieses Zauns. Ob ich diese Kette mit dem Familienfoto kaputt kriege? Was, Konfettikanone? Nee, die Konfettikanone bringe ich nur, wenn ich mich wirklich richtig heftig erschrecke. Was gerade übrigens nicht der Fall war. Ja, ich wusste auch, dass da noch was lebt. Umgekippte Schrecke, damit wir diesen Raum nicht besuchen dürfen. Miau. Ich bin gerade einfach zufällig in diesen Raum gelaufen, weil ich dachte, hier könnte vielleicht Arznei rumliegen. Dass es hier den Bolzenschneider gibt, hätte ich nicht erwartet. Aber cool. Aber ich gucke mich trotzdem erstmal um. Ne? Schön alles mitnehmen, was geht.
Dieses Haus hier ist also definitiv geklärt. Wunderschön. Ich schwöre, ich habe nicht genießt. Miau, 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 miau. Eine flüssige Chemikalie. Ja. So. Ich könnte mir jetzt ein Kraut herstellen. Ah, nee, ich kann mir gar nichts herstellen. Ich habe die Slots dafür gar nicht. Jetzt habe ich ein Kraut. Das Tutorial will, dass ich mir Arznei herstelle. Aber ich entscheide variabel, was ich später brauche. Ich glaube, das ist eine bessere... Ja, ich glaube, das ist besser so. Wenn das hier ist sowieso ein zusätzlicher Inventar-Slot. Warum unnötig Platz verschwinden und was herstellen? Miau. Aber miau. Aber ganz viel miau. Siehst du, Johnny, du willst eine Konfettikanone? Dann schnell werd zu Konfetti. Oh, ist dieses Dorf groß, ey. Ich will halt nicht zur richtigen Stelle laufen, aus Angst, dass es weitergeht. Ich will halt erstmal alles erkunden und so. Wieso verschiebt sich eigentlich der Mauspfeil vom Hauptbildschirm ständig irgendwo hin? Nervt auch ein kleines bisschen. Das triggert mich auch sehr. Miau, miau, miau. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ah, hier bin ich. Aber nicht abfeiern? Was? Aber Konfetti ist doch süß. Okay, nein, das Spiel will offensichtlich, dass ich da hinlaufe. Dann laufe ich doch erstmal in die andere Richtung. Ich kann nicht in die andere Richtung laufen, weil ein Baum den Weg versperrt und Ethan anstatt so dumm ist, da drunter durchzuklettern. Okay, kein Problem. Miau. Von der anderen Seite verschlossen. Yay. Ich muss immer sagen, dass diese Häuser nicht gerade schalldicht sind, obwohl sie aus massivem Holz bestehen. Kuriositäten. Nichts passiert. Wenn das Spiel der Pist... Wenn das Spiel der Pistolen-Ammo gibt, dann verheißt es nichts Gutes. Okay, der hat gesessen. Der hat definitiv gesessen. Das muss ich nicht mehr, dass mir da die Treppe einbricht. Hilfe. Also ja, tatsächlich, diese Maus, also die Hauptmaus von meinem Hauptcomputer, die verschiebt sich in einer Tour. Sag mir, was ihr wollt, aber mich nervt das verdammt. Ich versuche die nur mal ganz kurz woanders hinzuziehen. Irgendein Kabel im Weg und ich weiß nicht, wofür das ist. Sorry, aber wenn ständig der Mauspfeil sich meint, von alleine zu bewegen und das dafür sorgt, dass eben das OBS-Fenster nicht mehr sichtbar ist, weil ja Windows 10 so eine Macke hat, dass wenn man unten in die rechte Ecke hovert, eben alle Fenster unsichtbar werden, ja, dann ist das halt schon doof. Und den Chat muss ich ja lesen können. Leg Konfetti auf Johnny drauf. Na, aber süß. Na, richtig süß. Eine flüssige Chemikalie. Den nehme ich doch. Ja, okay, wir hatten schon zwei Konfettikanonen heute. Wunderbar.
Na, wo kommen denn die Idioten? Junge, ich seh's schon, komm, ich sterbe gleich. Okay. Okay, Kopf wegballern funktioniert offensichtlich. Ist das vorbei? Hat er sich gerade einfach so verzogen? Der kommt also gar nicht durch das Fenster, alles klar? Les mal nochmal. Jetzt musst du mich auffegen. Na, aber uwu. Ganz plötzlich springt das Radio an. Ja, sehr interessant. Miau. Alpha Dude fickt Konfetti Johnny auf. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Oh, jetzt kommt doch bestimmt wieder ein Jumpscare. Nee. So, jetzt bin ich wieder hier. Ich bin verwirrt. Kann ich jetzt einfach zufällig irgendwo anders lang oder was? Ich bin wirklich sehr verwirrt. Ich habe das Gefühl, ich soll hier nicht mehr raus. Oder soll ich hier hinten lang? Boah. Nee. Ich muss irgendwie einen Hintereingang von diesem Haus finden. Aber wo? Ah, nee. Nee, doch nicht. Ich wollte mich nicht heilen. Ach, komm schon. Ich wollte mich nur ducken, aber toll, jetzt habe ich eine Arznei verschwendet. Geil. Ah, oh, Mann. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Es ist immer wieder toll zu sehen, wie das Spiel mir sagt, wo ich lang muss. Ah, oh, cool, ich habe den Weg gefunden. Ein Wunder. Mhm. Oh. Ich glaube, der Typ sieht mich. Ja. Weiß nicht, ob es gut wäre, lieber wegzulaufen. Ich laufe einfach mal. Könnte besser sein. Nimm! Danke! Eine Flinte ist nämlich richtig erotisch, müsst ihr wissen. Kann ich diese Tür hier schließen? Nein, diese Tür ist nicht abschließbar. Beste Tür. Okay, sie kommen hier definitiv durch. Geil. Also nicht geil, aber gibt es Schlimmeres? Rostige Niete, was auch immer das macht. In welchem Spiel duckt man sich eigentlich mit C? Ich muss das jetzt wirklich wissen. Ethan, du bist gut. Oh, hier fehlt mir was. Oh! Oh Leute, die Dinger können mit Pfeil und Bogen schießen. Ja, alles klar. Erstmal alles looten. Man hat ja Zeit. Oh, da drin ist definitiv noch was. Dem Haus hier ist was. Her damit. Lol, okay, der kam jetzt aber ein bisschen zu plötzlich. Das konnte man noch gar nicht, Ey, verpiss dich! Lass mich mal vorbei, bitte. Ich weiß übrigens nicht, wo ich hin soll. Ernsthaft, ich habe keine Ahnung. Okay, hier ist offensichtlich eine Sackgasse. Ah, oh, dem wollte ich jetzt mal aus dem Weg haben.
habe das Gefühl, ich laufe zurück, kann das sein? Ja. Ich laufe einfach mal zurück. Geil. Ach, immerhin geht das Spiel auf Pause, wenn ich die Map öffne. Ein Segen. Ich glaube nämlich, dass ich da oben hin muss. Ich bin mir zwar nicht zu 100% sicher gerade. Was ist denn jetzt los? Miau. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Wow. Ich weiß, dass man hier ohne Munitionsverlust durchkommt. Deswegen wüsste ich nicht, wieso ich hier meine Munition verschwenden sollte. Ich gehe hier oben hin. Hier ist nämlich ein magisches Haus. Hier oben ist einfach mal eine Sackgasse. Geil. Oh mein Gott, wen haben wir denn da? Hagrid! Aus Harry Potter! Da lag was, ich dachte mir mal, ich nehme es ihm weg. Oh. Oh Leute, der Typ hat mir ja kaum Schaden zugefügt. Ich glaube, den kann man nicht töten. Deswegen probiere ich es gar nicht erst. Hier ist ein Tor. Ja, scheiße, dachte ich mir auch gerade so. Lässt sich nicht öffnen. Ich hau mal ab. Ob ich mich jetzt schon verletzen lassen kann, ohne zu sterben? Ich mach's jetzt einfach mal. Weil ich weiß, ab einem bestimmten Punkt in diesem Game, da muss man sich halt wirklich verletzen lassen. Oh, warte mal. Nee, da ist was zum Einsammeln. Hey, ich will das einsammeln! Oh, ich hab's geschafft. Es war Geld. Oh, jetzt lag's aber heftig rum. Hilfe. Ich sehe vor lauter Tiefenunschärfe nix. Miau. Ja, hockst du ihn aber, Hallöchen? Was, dieser Kommission kam zufällig? Könnt ihr mir bitte erklären, was damit gemeint ist? Seht ihr übrigens, wie das laggt? Mein Laptop ist scheiße. Ich wünschte manchmal wirklich, dass ich eine neue Festplatte hätte. Das nervt gerade ein bisschen, dass das Spiel so in Zeitlupe läuft. Aber jetzt kann ich mich etwa bewegen? Oh ne, kann ich nicht. Ich glaube, der Typ hat Mundgeruch. Ich bin mir nicht sicher. Mein Laptop ist nicht besser als deiner, das glaube ich denn nicht. Weißt du doch gar nicht mal, was mein Laptop so alles verbaut hat. Miau, 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 miau. Zombie-Pferde. Du bist du ein Bot? Nee, das wüsste ich ja. Arnie, sag mal bitte, was meintest du mit deinem Satz? Miau. Ah, okay. Kommentar, okay. Da musst du mir trotzdem sagen, was du mit dem Satz meintest. Ja, welcher Kommentar? Von wem? Ich bin verwirrt. So. Ich sollte euch übrigens sagen, dass Ethans Hand immer noch ziemlich heile ist.
Du versuchst Streamlabs nachzumachen? Da bitte ich dich höflich, das zu lassen. Ich hab halt keine Lust, schon wieder so verarscht zu werden wie gestern. Wenn ich sage, hört bitte auf damit, dann hört doch bitte auf. Ich sag's nochmal, das ist nicht böse gemeint, aber... So langsam bin ich an dem Punkt, wo es dann auch Konsequenzen geben können. Weil gerade du hast mich gestern schon extrem schlecht gelaunt gemacht. Darauf habe ich heute nämlich keine Lust. Bitte wie ein normaler Mensch verhalten, wenn es geht. Man kann auch ernsthaft mit jemandem reden. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Ding dong! Die Glocke verkündet Gefahr! Sie kommen! Nein! Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Ganz plötzlich ist dieses Tor verschlossen, ne? Miau. So, was haben wir denn hier? Oh, Leben. Medizin. Sowas kann man ja immer gebrauchen. Miau. Wie kann man da nicht durch? Ich weiß nicht, das Tor ist plötzlich dicht. Warte mal, laut Karte gibt es hier immer noch was zu finden. Ah, hier ist noch ein Nebenraum. Okay. Hm, das Dorf ist modern genug und besitzt einen Kühlschrank. Nice. Ist das der Dorfkühlschrank? Ey, was sind das für Dorfbewohner, die abgeschlossene Schubladen haben? Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe im realen Leben noch nie eine Schublade mit einem Schloss gesehen. Geschweige denn eine abgeschlossene Schublade. Die Amerikaner haben es ja richtig mit sowas. Ja. Oh, jetzt sagt das Spiel, dass ich eine Karte benutzen kann. So labyrinthartig wie dieses Spiel ist, musste ich das aber auch jetzt schon machen. Also schon ganz, ganz oft. Was hockst du in das Zelt? Wieso? Miau. Ja, tut mir leid, aber nachdem was gestern alles war und ich verstehe ihn halt einfach nicht. Das, was ich von ihm bis jetzt immer nur gesehen habe, ist Trolling. Nichts anderes. Ich meine, es kann auch sein, dass es nur mir so vorkommt, aber... Sorry, man kann doch auch einfach ganz normal wie alle anderen auch hier im Chat sein. Ohne versuchen Streamlabs nachzumachen, ohne versuchen mich zu verarschen oder ohne ständig richtig komische Kommentare zu geben. Es tut mir leid, aber das ist halt meine Auffassung. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich ihn darauf hingewiesen habe, ne? Irgendwann bin ich halt leider mal genervt von sowas. Besonders wegen gestern schon. Ich habe eigentlich gehofft, dass es heute mal wieder besser wird, dass ich halt mal gute Laune kriege, aber irgendwie klappt das nicht. Ich meine, ich bin nicht doof, ich bin nicht auf den Kopf gefallen als Kind. Ich merke es, wenn man mich verarscht. Tut mir wirklich leid, aber es ist die Wahrheit. Hm, hier ist schon wieder so ein Brunnen. Das habe ich übrigens damals gar nicht hinbekommen. Ich weiß gar nicht, was... weiß gar nicht, was machen denn die Brunnen eigentlich? Kann man da irgendwann was hochholen, wenn man sich eine Kurbel gegönnt hat? Hm. Ich hoffe, man baut da keine Key-Items. Obwohl, nee, die Position der Brunnen, die werden ja sogar auf der Karte markiert. Okay, das ist cool. Ja. Miau. So, wo will das Dorf jetzt, wo ich hingehe? Dieses Dorf ist höchst verwirrend.
Hier ein kleines Level up. Oh, okay, danke. Okay, höchst interessant. Jetzt zeigt mir sogar Twitch bereits an, dass du ein verdächtiger Benutzer bist. Hast du etwa auch schon bei anderen Scheiße getrieben? Ich wusste gar nicht, dass Twitch neuerdings so eine Funktion hat. Miau. Nee, nicht sad sein. Miau. Miau, 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 miau. Okay. Dieses höchst magische Tor ist verschlossen. Wie es auf der Karte einfach nur als Tür mitten im Nichts angezeigt wird. Geilo. Freude über alle. Ja, Freude brauchen wir unbedingt. Miau. Schloss Dimitrescu. Hm. So, da ist noch etwas, eine Valkyrenstatue, okay. Warte mal, ich gehe mal nochmal zu diesem Gebäude dahin. Was haben wir eigentlich hier? Nichts. Okay. Hier geht's doch safe noch irgendwo rein. Ich meine, laut Karte wird hier ein Haus angezeigt. Aber wo ist der Eingang? Hm. Man kann sich ja mehr Accounts machen. Ja, das stimmt leider. Okay, ich habe das Gefühl, man kommt da über diese Tür rein, die verschlossen ist. Warum auch immer. Das Coole ist ja, auf der Karte wird das nicht mehr angezeigt als Haus. Also als Tür. Die Tür wird auf der Karte nicht markiert. Ich weiß nicht warum. Hm, was? Netter Mensch, du hast 24? Warum? So, hier komme ich offensichtlich auch noch nicht durch. Ah, Herr Moin. Soundtour habe ich gar nicht bemerkt. Miau, 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 miau. Was? Warum das Fuß tust? Was? Ich bin verwirrt. Mal wieder. Aber es bin ja auch ich. Ah, nee, nee, warte, warte, bevor ich weitergehe. Alles erkunden muss man ja, ne? So, was haben wir hier oben? Mit ein bisschen Fantasie sieht dieses Symbol aus wie Darth Vader mit Brille. Es könnte aber auch nur meine Fantasie sein. Ach, guck mal, hier ist noch ein Brunnen. Verdammt, wie viele Brunnen hat das Spiel? Ja, irgendwas fehlt, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ah. Kristallfragment. Gab's ja noch eins? Anscheinend nicht. Oh, hier ist ein Key-Item. Ja, geil. So. Und hier haben wir dann auch erstmal ein paar Bilder von unseren wundervollen, möglichen Bossgegnern später. Weil Hauptsache Lady Dimitrescu ist die einzige, die hier wirklich richtig sichtbar ist. Das ist ein sehr schlechtes Foto. Da sieht man auch fast nichts von und... Okay. Gut, das Heisenberg-Foto sieht auch ist richtig nice aus. Oh, ich soll mit den Öhrchen wackeln. Okay. Jo. Du hast viele Geheimnisse. Ah, das haben wir alle. Ah, hallo Killer, grüß dich. Miau. Jetzt habe ich noch mehr Bock, das Spiel zu spielen. Ich halt auch, ne? Das habe ich so ewig nicht gespielt. Es ist zwar schade, dass ich das nicht flüssig zocken kann und auf so niedriger Grafik. Ich meine, danke, dass du einen Schuss verschwendest, Ethan. Was kannst du eigentlich? Ich meine, ihr seht ja gerade schon an diesem Item, was ich hier aufgesammelt habe, wie niedrig die Grafik ist.
Das ist Pixelbrei vom Feinsten. Ding Dong. Ich werde was trinken. Prost. Jo. Warum sind alle Killer? Warum alle? Wir haben einen magischen Killer. Wir haben einen magischen Killer-Kommando. Das ist dann mein Freund Johnny. Weißt du, wir hatten irgendwann noch eine Killerbrezel. Ah, warte mal, da war eine Schreibmaschine. Lol. Ich habe die gerade. Ich habe die gerade straight angeguckt und wollte schon ohne zu speichern weiterlaufen. Cool. Unser erster Speicherpunkt. Jetzt darf das Spiel gerne abstürzen. Okay, aber dann können wir ja auch schon weitergehen. Es kann auch einfach sein, dass ich mir mit dem ganzen Spiel einfach zu viel Zeit lasse. Ja, sehr viele Killer. Oh, mir schwarmt Übeles an dieser Stelle. Ich weiß, dass da hinten welche von diesen Dingern waren. Ich weiß übrigens nicht, wie man die nennt. Ich weiß, es sind keine Zombies, aber ich weiß, es sind auch keine Menschen. Rostige Reste. Genau, aus rostigen Resten und Schießpulver kann ich nämlich... ja, Pistolenmunition herstellen. Während ich aus Kraut und Chemikalien Arznei machen kann. Ich höre bereits wieder Lichens. Warte, Schießpulver? Wo? Wo? Hier ist eine Mine, okay. Hier wurde mir doch gerade irgendwo Schießpulver angezeigt. Wo? Bin ich jetzt so richtig dumm? Halt doch mal die Fresse, Mann! Wieso schießt denn der immer? Hier gibt's immer noch irgendwas zu finden. Mehl. Ah, ein Jeffrey ist da, aber Hallöchen. Miau. Na du? Ich hatte heute eines meiner Lieblingskindheitsessen zum Abendessen. Oh, na dann hau mal raus, was gab's denn? Schießpulver. Ach lol, hier! Oh Gott, da hätte ich ja lang suchen können. Ich wusste, dass ich das Schießpulver gesehen habe. Ich wusste nur nicht mehr wo. Du hattest Sandwich aus der Pfanne? Ich stell mir gerade vor, du machst dir ein belegtes Brot und brätst das einfach mal scharf an. Kann man ja machen. So, wie viel Shotgun-Munition habe ich? 5. Okay. Besser als nichts, würde ich sagen. Ah, lol. Ich merke gerade, dass ich erfolgreich dafür sorge, dass ich die Munitionsanzeige... naja. Die Munitionsanzeige überdecke ich einfach mal knallhart. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber ich kann euch ungefähr sagen, ich glaube, ich habe... ja, was heißt ich glaube? Ich habe 5 Schuss mit meiner Shotgun, ich habe 10 Schuss mit der Pistole und noch 45 im Magazin. Also ich versuche so viel zu sparen wie möglich. Ich hoffe, ich treffe mich mit dieser Mine nicht selber. Boah, wie weit ist da die Range, wenn es um das Piepen geht? Oh, was haben wir hier? Oh, noch mehr rostige Reste. Alter, hier ist die Vogelscheiße aus dem Titelscreen.
Es wäre wirklich echt gut, wenn ich hier durchkomme, ohne dass die mich sehen. So spare ich mir echt Munition. Und ich muss ja dann hier nie wieder durch. Natürlich wäre es auch geil, wenn jetzt einer von denen zufällig auf dieser Mine dort drauf läuft. Da könnte es sogar sein, dass ich mich erschrecke. Ich höre die, aber wo sind die? Ich höre nicht von wo die kommen. Ah, ich muss da oben durch, ne? Oder? Kann ich auch hier drüber? Oh ja, kann ich. Also ich muss sagen, noch haben sie mich nicht entdeckt. Das ist ziemlich nice. Ja, ich kann Resident Evil zu einem Stealth-Game machen. Ne? Ich hab das drauf. Ist fast wie im Sandwich-Maker, bloß in der Pfanne. Stimmt, das stelle ich mir aber auch ziemlich lecker vor, ne? Ich meine, ich habe auch schon mal Toast einfach nur in der Pfanne eingebraten und allein das war schon geil. Das ist ein Sandwich, bestimmt auch richtig nice. Aber wisst ihr, dass ich eigentlich gerade so extrem viel Hunger habe? Ich finde, ich könnte mir ein Sandwich machen. Ich habe aber eine Honig- und Erdbeermarmelade. Ich glaube, die schmeckt gebraten dann nicht so toll. Aber hey, ich könnte mir ein Erdbeermarmeladenbrot mit Honig machen. Oh nein, das Spiel will nicht ernsthaft, dass ich von der anderen Seite darüber klettere. Es wäre ja auch sonst zu einfach gewesen, ne? Oh, hier ist er! Ich höre noch einen zweiten. Ich weiß zwar nicht, wo er ist, aber das kann mir ja auch gerade sowas von egal sein. Obwohl. Ich möchte ja nichts verpassen, ne? Hier ist wohl noch was. Da ist er. Ah, der Wichser kann ausweichen. Oh. Lol, ich habe ihn erfolgreich gemessert, Leute. Es gibt übrigens ein Steam-Achievement, wenn man es schafft, das gesamte Spiel mit einem Messer durchzuspielen. Nur mit dem Messer. Es geht wirklich. Es geht halt einfach wirklich. Du hast gerade das Small Streamer Community Hallo gesagt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist ein Lurker-Bot, der für irgendwelche Twitch-Statistiken verantwortlich ist. Frag mich jetzt aber nicht für welche. Aber er tut ja keiner Fliege was, deswegen können wir den ja auch da lassen. Luf. Der nette Mensch hat sich eine Airsoft gekauft. Oh, das ist geil. Mit Plastikkugeln oder mit so Paintball? Oh, das sind noch 12 von diesen Süßen. Wo ist jetzt der zweite hin? Egal. Obwohl, nee. Okay, der ist einfach verschwunden. Warum nicht? Warum nicht? Mist. Okay. Ihr Leute dort wisst definitiv nicht, wie man sich versteckt. Jedenfalls nicht, wie man sich leise versteckt. Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Plastik? Ah, okay. Nice. Paintball wäre noch lustiger gewesen. Am besten mit roter Füllung. Aber das wäre ein bisschen zu brutal. Bin ich froh, ja. Zu treffen.
hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Hä? Die Stimmen sind schon wieder asynchron. Was ist mit dem Spiel falsch? Sieht das dämlich aus. PS, das ist nicht die Game Capture. Irgendwie scheint das Spiel eine kleine Macke weg zu haben gerade. Ich meine, der Mund hat sich ja auch bewegt, erst später. Das. Ja, sah schon ein bisschen lustig aus. Ach, warum nicht, ne? So, hier ist schon wieder so ein komischer Brunnen. So, diese beiden wissen nicht, wie sie in dieses Haus kommen. Anscheinend wissen sie nicht, dass auf ihrem eigenen Grundstück sich eine komplett kaputte Mauer befindet, auf die sie theoretisch drüber klettern könnten. Aber nein, stattdessen muss ich ihnen diese Tür öffnen, statt dass sie mir einfach folgen. Egal, es ist ja Videospiellogik, ich bin ein Toilettengucker. Ich habe eine Chemikalie auf Klo gefunden und es ist kein Kackhaufen. Oh, Captain Angel, aber Hallöchen. Na du? Bluff. PS, dieses Spiel spielt in der modernen Zeit, was man daran gesehen hat, dass es dort Smartphones gibt. Wieso lebt dieses Dorf eigentlich so total altmodisch mit Bauernkleidung und... Naja, wieso lebt dieses Dorf so sehr im Mittelalter? Das verstehe ich irgendwie nicht. Erstmal die beiden reinlassen. Von der anderen Seite verschlossen. Kennt man ja. Hallo? Aufmachen! Hallo? Mach die Tür auf, danke. Kommt! Alles gut! Oh, Ohrwackeln. Okay. Irgendwann krieg ich doch einen Dreh vor. Wurde aber auch miau, miau, miau. Was heißt hier wurde aber auch Zeit? Sei froh, dass ich dir helfe, du Würstchen. Ich meine, ich habe jetzt nicht so lange gebraucht. Ich hätte auch in 2 Stunden erst wiederkommen können. Du bist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? Die Stimme ist schon wieder schneller als die Animation. Die Wanda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Vater? Ich kann sie nicht erschießen. Wir müssen ins Haus. Aber was ist das? Was sorgt dafür, dass die Stimme vor der Animation kommt? Ist irgendwas mit dem Spiel kaputt? Muss mal kurz in die... Nein, ich muss mal kurz in die Grafikeinstellungen gehen. Oder generell, vielleicht mal in die Gameplay-Option. Gibt's aber nicht wirklich Optionen, ne? Auch so eine Sache. Was ist ein Dynamikbereich? Dynamikumfang. Keine Ahnung. Miau. Oder ob es vielleicht daran liegt, dass das Game ein bisschen rumlaggt? Dass es vielleicht deswegen so asynchron ist? Aber da könnte es ja im späteren Spielverlauf ein bisschen nerven, wenn das wirklich für alles gilt. Aber ich kann das Spiel nicht noch niedriger machen. Ne? Es geht halt nicht. Ich spiele dieses Spiel ungelogen bereits auf niedrigstmöglicher Grafikoption. PS, da muss ich das Spiel übrigens auch loben, dass es trotz niedrigster Grafik immer noch so geil aussieht, ne? Also ja klar, die Schatten sind ein bisschen verschwommen, die Texturen sind ein bisschen unscharf und so weiter, aber es sieht immer noch schick aus. Da kann man nicht meckern. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen.
Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Du musst jetzt los. Viel Spaß noch und eine magische gute Nacht. Danke dir. Obwohl, warte mal. Oh. Kommt eine Pistole. Warte mal. LOL! Wenn ich während der Zwischensequenz auf Pause mache, synchronisieren sich die Tonspuren neu. Oh mein Gott, was ist das für ein Spielfehler? Das habe ich wirklich noch nie gehabt. Ein Freund. Hau ab. Oh Mann. Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich. Du musst jetzt los, viel Spaß noch und eine magische gute Nacht. Alles klar, netter Mensch. Nachtilein und bis demnächst. Luf. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein. Okay, ich glaube, wenn das Spiel so zeitlupig läuft, das ist wahrscheinlich der Grund. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Oh Mann, was kann ich denn noch machen? Nein. Ich weiß nicht, was man grafiktechnisch noch vermindern könnte. Habt ihr eine Idee? Ich sagte, geh. Es tut mir leid, aber kann ich die Zwischensequenz überspringen? Ich will mir das jetzt echt nicht in Zeitlupe geben. Die Kurzfassung ist, dieser Typ mit dem Gewehr ist jetzt kurz weggegangen, irgendwas nachsuchen und die Frau hat uns reingelassen. Das ist einfach alles, was es jetzt zu sehen gegeben hätte. So, ich weiß nicht, ich könnte die Auflösung runter machen, aber das könnte scheiße aussehen. Also, noch schlechter als so schon. Besteht die Möglichkeit, dass ich auf 720p zacke? Aber dann könnte es für euch noch ein leichtes bisschen verpixelt sein. Die Bildrate habe ich bereits auf 30 FPS, das geht gar nicht niedriger. Ich könnte diesen, wie auch immer man das ausspricht, Shader noch ein bisschen auf Leistung schalten. PS, dass mein Laptop scheiße ist, sieht man nachher unten am Grafikspeicher. Dein Laptop hat ca. 1,6 GB. Das Spiel insgesamt verbaut aber 3,3. Das heißt, wir können uns glücklich schätzen, dass die Grafikkarte nicht davon durchbrennt. Ich meine, guck mal, Texturen sind niedrig. Alles ist niedrig. Gut, hier steht Mittel. Oh, das kann man auch auf niedrig schalten. Okay. Aber die Texturenfilterung kann man nicht auf niedrig schalten. Das geht nicht. Ich könnte natürlich die Umgebungsverdeckung ausmachen. Die Screen-Reflexion, die würde ich ja gerne anlassen, weil das verbraucht auch keine zusätzliche Leistung, soweit ich weiß. Miau. Und das alles andere, Schatten komplett ausschalten geht halt leider auch nicht. Kontaktschatten gehen noch auszuschalten. Schattencache kann man einschalten. Hä? Das macht aber gar keinen Sinn. Beim Schattencache erhöht sich der Grafikspeicher, aber die Rechenlast wird niedriger. What the fuck? Muss ich nicht verstehen. Schärfentiefe könnte ich auch noch ausschalten. Könnte auch ein bisschen hübscher sein. Miau. So, jetzt habe ich es aber wirklich auf niedrigster Grafik. Noch ekelhafter geht es nicht. Okay. Obwohl im Stream sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus wie hier jetzt auf dem Monitor. Bewertet mal ganz, ganz kurz die Grafikqualität. Ich will eure ehrliche Meinung haben. Hallo Rayboy, grüß dich. Ja, hier lang. Schön für dich. Ich folge ihr jetzt mal kurz nicht, weil ich erstmal kurz mit euch reden möchte. Also ich spiele es jetzt auf 720p. Ich könnte jetzt mal kurz gucken, ob ich es jetzt wieder flüssig auf 60 zocken kann. Pass mal auf, wir erhöhen mal nochmal auf 60 FPS. Oh ja, mein, es läuft wieder flüssig. Okay. Wie wollt ihr es lieber haben? Flüssig und hoffentlich wieder synchron oder ein bisschen bessere Grafik, dafür aber mit 30 FPS und... mit asynchronen Zwischensequenzen. Ah Gott. Ich sollte eine Spendenaktion starten, damit ich mir eine Festplatte für meinen eigenen Rechner kaufen kann, damit ich den wieder zum Zocken benutzen kann. Miau. Und What's Bored, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Miau. So, soll ich eigentlich auch die ganzen Texte lesen? Ich frage euch einfach nur, weil ich nett bin. Was macht dein Bot im Stream? Wieso dein Bot? Weiß nicht.
Ja, solange ihr damit keine Scheiße baut, habe ich nichts gegen Zweitaccounts. Luf. So, Luisa, Sie haben schon wieder viel gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? So weiß ich nicht. Ich kenne Mutter Miranda noch nicht. So, was haben wir denn hier Feines? Bilder in bester altmodischer Pixelqualität. Ja. Miau, miau. Fuchsi Rudel, willst du Bot das bitte nicht so tun, als ob der Bot dir antwortet? Ich weiß ganz genau, dass du das machst. Ich sag's nochmal, man kann mich nicht verarschen. Und da ich schon 3 Jahre auf Twitch streame, weiß ich zufällig, dass man einen Bot-Account auch selbst anmelden kann und als Nutzer benutzen kann. Also, bitte keine Selbstgespräche führen. Das triggert mich zutiefst. Und ich glaube auch die anderen. Fun Fact, das erste Mal habe ich das damals auch gemacht mit meinem Akira-Account. Weil ich pure Langeweile hatte. Aber dann habe ich es auch sein gelassen. Ich habe gemerkt, dass das nicht so gut ankam. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte. Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan. Setz dich. So, jetzt ist der Ton synchron. Yay! Sind das alle Überlebenden? Das ist ein Bot-Account, der trotzdem. Bitte keine Selbstgespräche führen. Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Also ich muss schon sagen, diese Typen sind echt fremdenfeindlich. Also ganz ehrlich, die sind am Rande des Abgrunds. Würden die sich nicht mal freuen, wenn Hilfe kommt? Ich meine, ich frage ja nur. Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen. Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Er ist draußen. Miau, miau, miau. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja. Fuchsi, was los? Er geht Hilfe holen. Beten wir. Für ihn. Für uns alle. Ich merke, in letzter Zeit träumen mich die Leute nur noch. Kommt her. Ihr bringt es wirklich noch so weit, dass ich anfange, euch rauszusperren. So sehr ich so etwas eigentlich hasse, aber ihr treibt es in letzter Zeit wirklich zu weit. Denkt ihr wirklich, ich bin so dumm und merkt das nicht, dass das nur gespielt ist? Miau. Und Fuchsi, warum jetzt so solche Sätze? Ich verstehe das irgendwie nicht. Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Vater! Elena, nein! Bleib weg! Nein, lass mich los!
wird uns töten. Wir müssen weg. Kleiner Funfact, er ist der einzige Mensch, der sich in diese Dinger verwandelt. Warum? Oh, wo hast du das Gewehr her? Nice. Miau, miau. Es tut mir leid, Vater. Hey, hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, Elena nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. So viel zum Thema Generation langer Schutz, ne? Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Wir müssen hier raus. So, aus dem magischen Haus entkommen. Das bekomme ich bestimmt hin. Ach stimmt, ja gut. Für ein Auto brauche ich einen Autoschlüssel. Der wird ja bestimmt irgendwo rumliegen. Miau, 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 miau. Laut dem Spiel gibt es hier irgendwo irgendwas einzusammeln. Zumindest in diesem Raum hier. Und ich muss unbedingt wissen, wo und was das ist. Irgendwo den Schrank, den man öffnen kann. Oder eine Pflanze. Oh ja. Eine Pflanze versteckt unter einer Pflanze. Das nenne ich mal kreativ. Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Okay. Oh, Chilischoten. Erotisch. Flintenmunition. Nice. So, ich suche aber immer noch diesen Autoschlüssel. Oh, ich wette, das wieder an irgendeiner. Ah, okay. Es gibt doch immer eine Schublade, die man nicht aufgemacht hat. Dramatischer Soundeffekt bei Schraubenzieher. Und ganz plötzlich hat sich das Feuer ausgebreitet. Das Feuer breitet sich aus. Meine Damen und Herren, Ethan Winters mit der Kraft zweier menschlicher Augen. Mit Soundausgabe. Wie kann man Twitch deinstallieren? Ach komm schon, jetzt mal bitte wirklich aufhören damit. Ja. Ich muss jetzt wirklich fragen, was dein Problem ist. Außerdem ist diese Frage auch überflüssig. Also. Das ist wirklich nicht böse gemeint, aber die Antwort darauf, also angenommen, also erstmal weiß ich nicht, wieso du plötzlich Twitch deinstallieren willst. Und zweitens, die Antwort darauf ist eigentlich so offensichtlich, dass man darauf nicht antworten muss. Tut mir leid. Ja. Irgendein Freund ist in deinem Bot-Account. Nee, sorry, ich lass mich nicht mehr verarschen. Es tut mir leid. Es tut mir jetzt leid, das ist mir jetzt einfach ein bisschen zu doof. Es tut mir zwar wirklich, wirklich, wirklich leid, aber... Vielleicht sieht man sich die Tage mal. Oh. Okay, gut, Johnny hat ihn gleich gesperrt, ich wollte ihn jetzt nur timeouten, aber...
Macht nichts. Oh, es tut mir leid, das ist wirklich, das hat mich gestern schon so abgefuckt, ne? Die Sache mit diesem Hoxui, der ja safe auch sein scheiß Zweitaccount zu sein scheint, ist mir egal, was er sagt, aber man sah es deutlich. Die haben sich so sus verhalten, beide. Und jetzt sind der mit seinem angeblichen Bot-Account. Aber oh, ein Freund ist in meinem Bot-Account drin. Junge, wenn das so ist, dann schreibt man dem Twitch-Support und wundert sich nicht die ganze Zeit im Chat wie so eine kleine Wundertüte. Nein. Keine Ahnung, ob es an mir liegt oder daran, dass er mich extrem nervt, aber... Ja, sorry, ich musste das jetzt mal machen. Der hat irgendwie die ganze Laune runtergezogen die ganze Zeit. Ich weiß. Miau. Ich hoffe, dass ihr meine Entscheidung ein bisschen verstehen könnt. Miau. Komm, es hält. Alles gut, Alpha Dude, ich bin ja ruhig. Glaub mir, meine Community hat es noch nie gesehen, wenn ich wirklich richtig, richtig böse werde. Ich bin jetzt gerade halt nur ein bisschen genervt gewesen. Das ist auch schon alles. Miau. Miau. Okay, ich soll was trinken. Ich werde mal ganz kurz zu meinem Kühlschrank gehen, meine Lieben. Ich habe nämlich meine Flasche schon leer gemacht, ne? Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Bluff. So, meine Liebsten, da bin ich auch schon wieder. So, sind denn sonst noch ein paar Leute hier? Ich merke, es ist, bis auf diese Situation gerade eben, ja ziemlich ruhig im Chat. Miau. Miau, 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 miau. Aber gut, ich sehe auch, es ist schon wieder um 10. Ich bin schon seit 2 Stunden am Zocken und bin noch nicht mal aus dem Tutorial raus. Ach du Scheiße, ich bin echt schlecht in diesem Spiel geworden. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber keine Sorge, diesmal werde ich es durchziehen. Wenn nicht unbedingt heute, aber ich werde Resident Evil Village endlich durchzocken. Ich hab Bock darauf, aber sowas von. Ich bin gerade noch kurz dabei, mir was zu trinken einzukippen. Bitte wartet eine Sekunde. Oh, süß Pascal ist noch da. Luf. Ich meine, ist es halt so... Ich will das den Leuten ja normalerweise nicht antun, ne? Ich bin ja eigentlich immer sehr geduldig, ich bin sehr tolerant und so weiter. Aber, ach, wie soll man das halt erklären? Man kann es halt auch echt übertreiben, will ich, dass das noch auf humane Art und Weise raushaue. Man kann es echt übertreiben. Und dieser Typ, der hat es übertrieben. Ich meine, ich habe immer gefragt, was das soll und wieso, und da kam halt auch nie eine richtige Antwort. Sondern nur irgendeinen Satz, der nicht wirklich Sinn ergeben hat, ne? Ich hab so random rein, ich habe Depressionen oder guck mal, mein Bot ist hier. Wo ich mir so denke, ey, das macht doch kein normaler Mensch. Gut, man könnte jetzt wieder fragen, was ist die Definition von normal? Aber, weiß ich nicht. Ich bin ja normalerweise tolerant. Aber... Es gibt halt so Sachen, die toleriere ich dann doch nicht. Und ich weiß nicht, ob er halt wirklich nichts im Kopf hatte oder ob er mich einfach nur trollen wollte. Oder vielleicht sogar beides. Aber Fun Fact, es hat mich genervt. Und deswegen hatte ich jetzt halt wirklich auch mal keine Lust mehr drauf. Miau, 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 miau. Aber sowieso von Anfang an schon immer ein bisschen sass. Mit seinen Charlie-Zweit-Accounts und so weiter, wo ich mir auch so dachte, was ist los? Und dann hat er halt meinen Linktree-Namen kopiert. Hat er ja gesagt, angeblich hat er das wieder gelöscht. Aber man sah ja, dass dieser Linktree-Name immer noch nicht da war. Und safe war er das auch mit diesem Roblox-Account. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Sorry, aber... Auch wenn er die ganze Zeit meinte, nein, hat er nicht gemacht. Sorry, aber ich bin nicht doof. Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance, es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht.
Ja. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bis du... Woher weiß sie, dass es dort Blut und Tod gibt? Elena, nicht! Das ist nicht mehr dein Vater! Elena! Er hat mich erkannt! Vater! Du bringst dich noch um! Nicht bewegen! Sie hat sich bewegt! Nimm meine Hand! Miau! Deine Tochter! Nimm. Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Diese Leiche ist gerade spurlos verschwunden. Wieso müssen alle sterben? Naja, weil Spiellogik. Man kann da Resident Evil schlecht in einer Gruppe zocken. So, gibt's hier eigentlich noch was zu finden? Ich hoffe doch sehr, dass ich alles geklärt habe. Hauptsache ein Obergeschoss 1 existiert nicht. Alles klar. Okay, ja, das Haus habe ich geklärt. Yay. Ich versteh's nicht. Entschuldigung. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Das fragst du dich jetzt und nicht... Das fragst du dich wirklich jetzt erst und nicht, als ihr vielleicht einen Unfall hattest oder du in dieses Dorf gekommen bist und so eine komischen Zombies gehabt hast. Danke, Pascal. Und vor allen Dingen, wie kann Ethan eigentlich mit voller Wucht gegen die Wand schlagen mit seiner Hand, wo zwei Finger fehlen? Ich weiß ja nicht, wie das bei Ethan ist, aber mir hätte das extremst wehgetan. Ja. Man kann im Feuer stehen, ohne Schaden zu bekommen. Geil. Feuerfester Riefen. Dämonenfragment. Mutter Miranda, hast du nicht zugehört? Fun Fact, das wird der finale Bossgegner sein. Warum tötet sie uns nicht einfach schon jetzt? Anstatt später, wenn ich genug Power habe, sie zu töten. Das gleiche auch bei Dragon Ball. Flausch, flausch, flausch. Miau. Guck mal, da ist die verrückte Alte wieder. Ja. Der Tod findet sie alle. Okay. Ein Klopper ist da. Okay, gut. Man muss nur Flausch sagen und man lackt einen Klopper an. Sehr, sehr nice. Na Klopper, alles magisch und flauschig bei dir. So, wo ging es denn jetzt nochmal zum Schloss? Warte, ist die Alte eigentlich immer noch da? Sie steht da anscheinend einfach nur doof rum. Macht da nichts. Miau. Passt. Passt, wackelt und hat Luft.
Ja, alles Wunderbärchen. Ja. Mir geht's eigentlich auch einigermaßen gut. Ja, hatten gerade eben ein paar Probleme mit diversen Nutzern hier bei Twitch, also mit diversen Chattern. Aber ansonsten ist alles gut. Das Spiel läuft, wenn auch leider nur mit niedrigstmöglicher Grafik. Ich hoffe, dass ihr nicht zu sehr Augenschmerzen bekommt, wenn ihr hier zuschaut. Wenn ich sehe, in OBS ist es nicht mehr ganz so schlimm. Also wirklich jetzt. Das sieht in OBS echt besser aus als hier, wenn ich es auf Vollbild zocke. Aber mehr schafft mein Lappy halt auch einfach leider nicht. Es tut mir wirklich leid. So, auf geht's in das Schloss Dimitrescu. Hm. Hier ist es ein bisschen dunkel und es wird plötzlich hell. Was sagt die Karte? Die Karte kann nicht sprechen. Da ist was. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Ich schwöre, ich weiß nicht. Miau, 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 miau. Von der anderen Seite verschlossen. Sieh an, sieh an. Wo kommt der Typ jetzt her? Hat tatsächlich einer überlegt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Mutter Miranda gefallen. Sie hätten so viele Möglichkeiten, ihn sofort zu töten. Kurios. Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Oh nein, das ist schon wieder asynchron. Du meinst, ach scheiße. Ja gut, ich glaube mal, dass wir das auch überspringen, oder wollt ihr die Szene gern gucken? Oh, das geht mir wirklich auf die Nerven. Miau. Wenn es ruckelt, schön und gut, aber dass das Spiel irgendwie so eine Macke mit dem Ton hat, das ist schon ein bisschen nervig. Luf. Ja, wir überspringen die Szene. So leid es mir tut, eigentlich wäre das eine richtig geile Szene gewesen. Aber die Szene macht keinen Spaß, wenn der Ton schneller läuft als das Bild. Miau. Aber Hauptsache, jetzt läuft es wieder flüssig, ne? Oh. Okay, er wurde jetzt zweimal von Riesenhack wird gehämmert. Er lebt immer noch. Du lebst noch? Beeindruckend. Shit! Gibt dir das Spiel hier wirklich so extrem viel Zeit? Wow. Wozu beeilt man sich hier überhaupt?
Höchst interessant. Ist wahrscheinlich für die, die das Spiel das erste Mal zocken. Okay, aber ich glaube, ein normaler Mensch wäre im echten Leben hier nicht gestorben. Einfach flach auf dem Boden liegen, hätte ich gesagt. Miau, 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 miau. Die Geschichten über dich sind also wahr. Welche Geschichten? Oh, das ist doch richtig, lass dich gehen, oder? Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Hahaha! Geh doch nicht über frische Zahnfleisch! Tja, der Scheiß funktioniert, ne? Miau, 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 miau. Warte, haben die vielleicht Rose? Weiß nicht, haben die Rose? Okay, sie haben Ethan gefangen genommen und so weiter und so fort, haben ihm aber nicht die Waffen weggenommen. Okay. Miau. Einfach miau. Miau, 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 miau. Ich würde zu gern wissen, wo es da runter geht. Okay, was ein Zufall. Das führt einfach in den Kerker. Das ist zu ruhig. Lebt der magische Chat noch? Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Alpha existiert. Nice. Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles. Was man so Pascal ist auch noch da. Nabafluff. So, es gibt einen Shop. Sieh dich in aller Ruhe um. Wunderschön. Ich habe Waren für dich besorgt. Wie wär's? Er hat neue Waren für mich besorgt. Ich hab ihn doch jetzt gerade das allererste Mal angesprochen. Egal, Kristallfragment verkaufen. Kristalliner Schädel verkaufen. Pistolenmunition behalte ich. Ich hab nicht wirklich viel zum Verkaufen. Schade. Wie bestätige ich jetzt? Ah, okay. Schwere Zeiten, Ethan. Ah, stimmt ja, man kann der Waffen auch upgraden. Aber no. Oh, Klapper mag Züge. Ne, das ist aber süß. Mehr, 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 mehr. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Gegen eine kleine Gebühr. So, was haben wir hier? Ja. Ein erweitertes Magazin? Ah, nee, brauche ich nicht. Pistolenmunition. Später.
Minenherstellung? Ne. Scharfschützenmunition zum Selbermachen. Ja, nice. Vor allem für Geld kann ich mal eben wie aus Zauberhand erlernen, wie ich mir Munition herstelle. Auch geil. Also derzeit gibt es halt wirklich nichts Interessantes, was man hier kaufen kann. Obwohl, Zusatzinventar wäre später schon geil. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Okay. Weinberg. Züge. Könnte Rose hier sein? Ist das wirklich das Erste, woran Ethan denkt? Überall findet man Moneten. Das ist ja schon ziemlich nice. Und aha, was glänzt denn da? Ihr könnt ja gerne, wenn ihr Lust habt, mit immer Ausschau halten. Manchmal findet man hier auch so eine leuchtenden Kristalle. Die haben keine besondere Bedeutung, aber man kann mit denen halt Geld machen. Ja. Dieser eine Schrank muss ich nur ein Schubfach öffnen lässt, ja, alles klar. Warum liegt da eigentlich Flintenmunition in solchen Vasen, die man erst kaputt machen muss, anstatt dass Ethan einfach mit seiner Hand reingreift? Kurios. Mit Soße. Oh, ich bin schon hier. Cool. Irgendwas hat hier gerade geschrien. Oh nein, schon wieder Text. No. So. Oh shit, wie spreche ich denn den Mist aus? Nordsteins Labyrinthe? Ist das richtig ausgeschrieben? Ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Nordstein, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er 4 Kugellabyrinthe, das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Okay. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziell gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Norsteins 4 geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Ah ja. Ist ja gar nicht mal so eine romantische Love Story. So. Hier soll es irgendwas zu finden geben. Ah ja, gut. Natürlich. Hier drin. Ja. Aber ich glaube, die Mumie dafür habe ich ja noch nicht, ne? Ja, ne, ja. Erschlossen. Typisch. Erschlossen. Auch typisch. Finde die 4 Engel Antlitz und du wirst gerettet. Okay. Sehr schön verpixelter Text.
Okay. Also die stehen anscheinend auf Verletzungen. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Oh nein, wirklich? Dann zeigt mal her. Ist schon wieder asynchron. Oh Mann, das nervt. Gut, dann zeigt mal her. Lass mal, du Alpha-Dude, ich kann Insekten auch nicht ab. Sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Das ist immer noch komisch. Schon etwas abgestanden. Dann lass ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Mira. Oh Mann. Aber mir. Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey, stopp. Oh, sorry, aber das ist irgendwie zu doof. Miau. Wenn das jetzt bei allen Zwischensequenzen so ist, ist das traurig. Wozu habe ich die Grafik überhaupt runtergeschraubt? Ich sehe mich um, auf magische Art. Wie konnte er sich dort abziehen, wenn er doch sowieso dranhing? Das macht physikalisch gar keinen Sinn. Aber ja, ihr wisst ja, Ethan hat das definitiv mit seinen Händen. Ja, die sind ja alle völlig krank und Ethan, du nicht. Ein Weinglas. Immer her damit. Miau. Und schon wieder so eine Schublade mit einem scheiß Schloss dran. Ich könnte, aber ich muss nicht. Aber ich könnte. Hat da gerade was geglitzert? Nee. Mädchen bei der Ernte. Das sieht nicht aus wie eine Ernte, das sieht aus, als würden die doof rumtanzen. Aber egal. Ja. Ja, Geheimgänge in einem Schloss. Klischeehaft, aber sehr klischeehaft. Oh nein, ich habe einen Ring bekommen. Bin ich jetzt der Herr der Ringe? Classic. Ja, warum eigentlich eine Tür nicht einfach gleich offen lassen? Richtig, weil die Entwickler unbedingt noch einen Geheimgang einprogrammieren wollten. Jo, ich hinterfrage gerne alles. Mhm.
Hey, was sind das für Geräusche? Oh, plötzlich bin ich wieder hier. Cool. Ein rotes Auge. Welches aus irgendeinem Grund nicht beweglich ist. Es bewegt sich zwar, aber die Textur bleibt stehen. Paul halt. Hinterfragst du auch Hinterfragungen? Kommt darauf an, ob es sich lohnt, das zu hinterfragen. Doch irgendwas gibt es hier noch zu finden. Die Frage ist, was? Gibt es hier vielleicht wieder irgendwo so einen Kristallschnitzel? Was gibt es denn hier noch zu finden? Ich sehe hier nichts. Seht ihr hier was? Oh Gott, was ist denn los? Oh, nee. Nee. Muss ich mal ganz, ganz kurz mir die Nase putzen. So, weiter geht's. Hier gibt's nur dieses eine Schubfach, aber es gibt nicht mehr. Ah, okay. Gefunden. Ich mag es nicht, Räume unkomplettiert zu verlassen. So. Und wie durch ein Zufall ist hier jetzt diese höchst magische Tür offen. Aber Dankeschön. Oh, kalter Tee. Ein herzliches Willkommen und einen schönen guten Abend. Wie geht's dir? Irgendwas gibt's hier immer noch. Die Frage ist aber gerade, ob das auch für den Oberstock zählt. Die Haupthalle. Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht nicht so aus, als würde es hier noch was Einsammelbares geben. Obwohl, nee. Hier ist schon wieder so ein Schrank mit nur einer öffnebaren Schublade. Oh, ey, immer diese Türen, die von der anderen Seite verschlossen sind. Das macht Resident Evil seit dem ersten Game. Jo, muss und dir. Oh, mir geht's auch einigermaßen gut. Oh, ich sollte vielleicht die Treppe richtig nehmen. Ein bisschen müde tatsächlich. Kalter Tee, da muss ich erstmal welchen machen. Aber das wird dann erstmal heißer Tee, bevor er kalt ist. Oh, kommt drauf an, es gibt ja auch Krümelchen-Tee. Von der anderen Seite verschlossen. Mal wieder. Aber warum ist das so? Naja, ganz einfach, weil sie dieses Schloss so gebaut haben, dass man erstmal einen bestimmten Weg nehmen muss, bevor man Abkürzungen nehmen kann. Das sind echt gute Architekten. Es sind die besten Architekten. Ah, ich wusste, dass da oben noch ein Kristall war. Geklärt. Okay, aber nicht der untere Stock. Da muss ich da nochmal hin. Ich will wissen, was ich vergessen habe. Wie wäre es mit Eistee? Ich liebe Eistee. Und Climb107, danke für deinen Follow. Warte mal, wo war denn jetzt hier die Treppe? Ah, hier. Jo, richtig gucken müsste ich auch mal können. Warte mal, ob hier irgendwo oben noch ein Kristall ist.
Nee, nee. Irgendwas habe ich übersehen. Und kaputtbare Teetasse. Geil. Das gleiche gilt für die Blumenvasen. Ah, okay. Jetzt haben wir alles. Übrigens, auch so ein Resident Evil-Klischee. Das Spiel beginnt in einer großen, vermeintlichen Haupthalle. Ne? Kennt man ja auch. So richtig typisch. Auge. Ich dachte eigentlich, kommt jetzt noch ein Gegner. Na, ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschrieben. Ich fessel dich. Schlitz dich auf. Und sie einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Eieiei. Ah, Nightmoon, danke für dein Abo und Hallöchen. Na du, wie geht es dir? Miau. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Passiert. Oh, okay, sie kann nicht. Nein, sie kann sich durch Türen teleportieren. Okay. Auch lustig. Dieser Charakter ist jemand, der sich in Fliegen verwandeln kann und generell fliegen kann. Aber Hauptsache, ich hänge sie ab, indem ich herunterspringe, obwohl das der einzige Fluchtweg ist. Es ist dämlich, dass sie mir nicht hinterherkommt. Es ist verdammt dämlich. Aber naja, es ist Spiellogik. Miau. Aber Nightmoon, warum geht's dir denn nicht gut? Was ist denn passiert? Miau. Okay, ich wackle mit den Öhrchen. Miau, 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 miau. Aber auch nur, weil ich Ohren habe. Na, deswegen kann ich das. Miau. Miau, miau, miau. Was denn los? So, der 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Ist die etwa frauenfeindlich oder was? Die Herren und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. Ja, verständlich. 23. Juni 1958. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendwas falsch gemacht und die Komtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Geil. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. Eieiei. 8. Juli 1958. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet. Wirklich nur ein Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien. Alle drei, ich solle das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Das nächste Mal nicht durchlüften. Hallo Xamo, grüß dich. Miau. So, das kann ich im Live nicht erwähnen, beziehungsweise ich darf das nicht, weil du sonst gesperrt werden könntest. Man kann nicht für etwas, was andere schreiben, gesperrt werden. Das macht keinen magischen Sinn. So schlimm wird es schon nicht sein. Oh, rostige Reste, her damit.
Wie sie sich bücken muss, um durch die Tür zu gehen. Geil. So, meine Damen und Herren, das ist die einzige Tür im gesamten Spiel, die nicht auf der Karte eingezeichnet wurde. Aber kleiner Fun Fact, ich habe mir natürlich bereits ein Let's Play vom neuen Resident Evil DLC angeguckt. Und endlich, finally, man kann durch diese Tür laufen. Was dahinter ist, werde ich euch natürlich noch nicht sagen, um mögliche Spoiler zu vermeiden. Aber Fun Fact ist, dass ich echt Bock habe, das DLC danach auch zu spielen. Fluff. Miau, 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 miau. Oh, ich habe hier noch nicht alles eingesammelt. Was fehlt noch oder wo? Ah, da oben glitzert was. Geschafft. Oh, okay, doch. Ich sehe gerade. Diese Tür ist doch eingezeichnet. Okay. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich die Sache mit den Kerkern, oder? Yay, es geht auf. Dunkelheit. Ich wollte gerade sagen, Ethan, ich hoffe, du hast eine Taschenlampe. Oh, langer Text. Ich kenne die Community-Richtlinien nicht und riskiere es nicht, weil ich dich sehr gern habe. Aber warum es mir nicht so besonders gut geht? Bei mir kicken zurzeit extrem starke Depressionen und ich habe was getan, was ich sage mal Spuren hinterlässt für eine Ewigkeit. Oh, okay. Aber Fluff. Wenn du magst, können wir ja später mal ein bisschen schleiben. Miau. Was ist das? Warte mal, von wo bin ich jetzt gekommen? Okay, von dort. Ja. So, warte mal, kann man eigentlich in den... Nee, kann man nicht. Ah, oh, das ist schade, das ist sehr schade. Man kann das Sichtfeld nicht erhöhen. Ich fühle mich bei Resident Evil immer so, als würde ich gerade mit einem Teleskop alles betrachten. Hm, lecker essen. Was sind das eigentlich für Kerker, die alle offen sind? Niam, 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 niam. Was war das denn? Schöre Dinge aus der Ferne. Hm.
Oh, geklärt. Oh, und noch mehr Kerker. Oh, aber Hallöchen, mein Süßer. Oh, okay, das sind mehrere. Die haben übrigens rein zufällig einen extrem schlechten Aim. Und ja, wenn man weiß, wie es geht, kann man die auch alle mit einem Messer erstechen. Das ist sogar ziemlich easy. Wozu Munition verschwenden, ne? Das macht den Kampf doch sogar gleich noch spannender. Okay, der hat mich erwischt. Ab und an passiert das dann auch mal, ja. Okay, der erste ist schon mal tot. Der zweite ist schon mal tot. Und der dritte ist draufgegangen. Wunderbar. Seht ihr, Leute? Es ist... Das Schwert war einfach in der Luft, ja, alles klar. Seht ihr, Leute, es ist möglich, das ganze Spiel nur mit Messer durchzuzocken. Man muss halt nur ein bisschen versuchen, gut zu sein. Ich möchte damit eigentlich niemanden belästigen, beziehungsweise du reagierst auf meine Nachrichten nicht mehr auf Telegram, aber ist alles super, ich nehme es dir nicht übel. Mir schreiben ja viele Leute, nichts für ungut, aber Nightmoon, von dir kam gar keine Nachricht an bei mir. Ist das gerade ein bisschen kurios? Warte mal, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Achso, okay, hier lang. Los, komm, wir predikten jetzt, dass ich den gesamten Kerker nur mit Messer zocke. Das bekomme ich hin, ich schwöre. Oh, eine Rohrbombe. Okay, das ist nice. Hä, hey, wo kommt denn der jetzt her? Hallo? Easy. So ganz alleine sind die Gegner ja sogar noch leichter zu klatschen. Der Typ hat ein Schwert. Ja, moin. Oh, es sind schon wieder drei. Okay, der Typ, der hat ein bisschen mehr Gewalt. Was sagt denn eigentlich meine Gesundheit? Kann man das irgendwo sehen? Ich meine, ich glaube, noch ist es nicht blutig mit mir, oder? Oh, es sind vier, okay. Aber das hier ist alles so verwinkelt, also den auszuweichen ist halt wirklich mega leicht. Alles gar kein Problem. Das war meine Schuld, ich bin hier genau ins Schwert gelaufen. Kann ja mal passieren. Das ist doof. Mal sehen, wann ich tot bin. Oder ob ich hier überhaupt sterbe. So langsam habe ich blutige Overlays. Ja. Okay, das ist fies. Oh nein, ich glaube, jetzt sterbe ich, oder? Oh nein, ich lebe noch, ich lebe noch. Oh, scheiße. Oh nein, jetzt... Heiß verkackt, weil ich nicht ins Inventar komme. Aber genau dafür habe ich mir... Die Chemikalien aufgehoben. Ey, geht's in Inventar, du Würstchen.
Oh, ey, wieso machen die manchmal so eine Special-Angriffe? Das kann doch nicht möglich sein, ne? Wow, ich habe den kein einziges Mal getroffen hier, den Typen. So, in einer großen Gruppe sind die dann doch ein bisschen nerviger. Aber nur ein bisschen. Okay, der nächste ist tot. Noch zwei. Also manchmal dashen die einfach so zu dir hin, obwohl sie gar nicht mal in deine Richtung gucken. Frag ich mich dann auch, wie sowas möglich sein soll. Ding dong. Ja, ich trink sofort was. Ich mach nur kurz diesen Fight hier zu Ende. So. Oh, eine Herzkette. Nice. So, das war doch ein sehr interessanter Kampf. Dann, Prost! Im Inventar sehe ich das. Tatsächlich, da oben ist ein Lebensbalken. Ah, so, ich muss mal kurz die Position wechseln. Mir auch, ja. Ja. Mir, 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 mir. Mir, 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 mir. So, ich habe dir heute Morgen 12:39 Hey Ho geschrieben und einen Sticker gesendet. Okay. Das ist kurios, da gucke ich nachher nochmal rein, weil ich habe gar keine Benachrichtigung bekommen. Typisch Android halt. So, es fehlen aber immer noch Items, die ich nicht eingesammelt habe. Hier ist zum Beispiel noch eine süße Kiste. Das war noch nicht alles. Das war alles. Miam, 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 miam. Johnny, wie lange ich noch mache? Ja, gute Frage, ne? Ich bin jetzt schon seit fast 3 Stunden am Zocken und es ist ja auch schon 23 Uhr durch. Ich würde sagen, ich zocke noch bis zum ersten Bossfight und dann höre ich mal auf. Ach, noch ein Kerkerraum? Ernsthaft? Naja, warum auch nicht, ne? Obwohl, hier kann ich ja gar nicht alles einsammeln. Weil der Raum da gehört ja bestimmt auch zum Kerker. Au, oh, verdammt! Okay. Ich glaube, der erste Bossfight kommt bereits. Sie scheint einen Fetisch auf mich zu haben, kann das sein? Jetzt konnte ich halt nicht alles looten, das finde ich gerade doof. Ach, können sie nicht? Du dreckige Missgeburt. Okay. Ja gut, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der erste Bosskampf jetzt schon kommt. Aber das macht ja nichts. Sie wollen mich auslutschen. Oh ja, das kannst du laut sagen. Ja, du hast selbst ein Android-Handy, dann kennst du das Problem mit den Benachrichtigungen, ja. Kommt natürlich auf die Android-Version an. Die älteren Android-Versionen hatten der Tatsache gar keine Probleme. Aber bei den neueren Versionen haben die immer mehr Akku-Einstellungen, die dafür sorgen, dass Benachrichtigungen nicht kommen. Du Bastard. Ich fühle keinen Schmerz. Echt nicht? Sieht aber sehr danach aus. Immer doch. Mein Körper zerfällt. Ja, das tut er. Boah, der hört sich ja an, als würde sie kacken. Das kann nicht sein. Doch, doch. Fun Fact, sie ist ein übernatürliches Wesen. Ich bin bloß ein normaler Mann mit einem Messer. Oh. Jetzt könnte ich mal wieder ein bisschen Gesundheit vertragen. Okay.
Tja, das war's dann. Noch schnell alles mitlooten hier. Und am besten noch mal kurz zurückgehen und schauen, ob ich was vergessen habe. Weil ich habe definitiv etwas vergessen. Ja, natürlich habe ich am Anfang meine Waffen benutzt, aber ich wollte jetzt für diesen Part hier keine benutzen, weil ich ganz genau weiß, dass man die Gegner hier auch locker mit einem Messer klatschen kann. Das gilt eigentlich für alle Gegner hier im Schloss Dimitrescu. Die Lycans, also diese zombieartigen Werwolf-Viecher oder wie man die auch nennt. Keine Chance, so ein Ding klatsche ich nicht mit Messer. Das kriege ich nicht hin. Die sind zu aggressiv und zu schnell. Aber diese lahmarschigen Vampir-Zombies, die sind keine Gegner für mich. So, irgendwas gibt's hier noch zu finden, aber ich weiß nicht was. Oder hinter der Tür zählt das auch mit. Obwohl, war hier nicht auch so ein leichtes Ding? Dachte ich irgendwie. Das ist auch egal. Ich gehe mal noch schnell zum nächsten Speicherslot, wenn mich das Spiel lässt. Herzlich willkommen in der Küche. Oh, eine Flasche. Ich weiß ganz genau, wo die hingehört. Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr Seelen. Sie war nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute, ich bin die Nächste. Oh nein. Na, warum bewerbt ihr euch dafür eine Stelle als Dienstmädchen hier in diesem Schloss, wenn ihr wisst, was euch passiert? Also jetzt mal ernsthaft, selber schuld. Ja. Und wieder ein abgeschlossenes Stück Ding. Aber Hauptsache ein moderner Koffer ist nicht abgeschlossen. Geil. Oh nein, Nightmoon hat furchtbare Bauchschmerzen, aber nu. Ja. Oh, ein Rückstoßschnitzel. Was macht denn der? Spezialzubehör für eine höhere Feuerkraft. Cool. Ohne Scheiß, ich dachte gerade, das ist ein Zombie. Uff. Ey, yo, ich habe meinen ersten Dietrich gefunden. Bitte, ich hoffe, dass da was Tolles drin ist. Ja, kann man verkaufen. Das macht übrigens auch keinen Sinn. Ein Dietrich ist nach der ersten Benutzung weg. Das ist im realen Leben doch auch nicht so. Diese Tür scheint auf höchst magische Art verschlossen zu sein. Ah, Glitzer, Glitzer, Glitzer. Miau. Oh, das war schon alles. Okay, cool. Aufgeschlossen. Tja, und hier bin ich wieder. So, der Speicherraum war, glaube ich, da unten, wo auch die Inventarkiste war. Beziehungsweise nicht Inventarkiste, aber halt der Duke, der Shop. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Ja, du hast es richtig verstanden. Ein Rückstoßschnitzel.
Und süß, der magische Johnny möchte gern einen Ricky haben. Hält die Herren des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Miau. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast Fluff. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Ich brauch nichts, aber ich würde gerne ein bisschen was verkaufen. Boah, ich habe aber auch viel Zeug, ne? Warte mal. Ingrids Heizkette war nur zum Verkauf wichtig, echt jetzt? Ja, warum nicht? Oh, jetzt habe ich 34.000. Yay. Also dann kaufe ich mir doch gleich mal ein paar Waffenerweiterungen. Zum Beispiel ein erweitertes Magazin. Kann man ja immer mal gebrauchen. Oh geil, wird sogar gleich ausgerüstet und... Das war jetzt nicht mit Klebeband festgemacht, oder? Ja moin. Wozu Munition kaufen? Ich habe ja noch genug davon. Aber ich könnte ja mal die Waffen aufrüsten, ne? Sofort erledigt. Was ist mit Feuerrate gemeint? Ist damit gemeint, wie schnell man schießen kann oder so? Ich habe keine Ahnung. Nachladergeschwindigkeit, ist das wichtig? Ja, ich würde sagen, Feuerkraft ist erstmal ein bisschen wichtiger. Feuerkraft kann man immer gebrauchen. Sonst noch irgendwas? Nö. Man kann auch ein bisschen Geld sparen. Schönen Tag. Miau, doch Pat. Miau. So. Damit wären wir aber auch am Ende unseres heutigen Streams angelangt. Na, aber abu. So, auf richtige, krasse Art und Weise. Avu! Mal kurz hier gucken, ob ich mit der Tastatur gut hantieren kann. Nicht so leicht. Ja, wenn man zwei Mäuse und zwei Tastaturen auf dem Tisch hat, ist das auch ein bisschen schwierig. Miau. Auf fluffige Art und Weise. Ding dong. Ich trinke noch kurz was. Hecker. So, ich sehe ein Geilomatik. Hallo, du bist jetzt auch da. Was hast du verpasst? So ziemlich alles seit Anfang. Also, bis zum ersten Bossfight hier am Schloss. Aber macht nichts. Ich lade das VOD ja hoch. Aber Gail-O-Matic, mein Lieber, du kommst jetzt gerade in dem Moment, wo ich den Stream beenden mag. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Miau. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Aber ich werde das Spiel auf jeden Fall weiterzocken. Aber diesmal auch wirklich. Aber sowas von. Miau. So, habt ihr Süßigkeiten denn zufällig jemanden, zu dem ich raiden kann? Miau. Alter, was geht mit dem Duke ab? Der kriegt plötzlich einen Kratzanfall. Eieiei. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. So. Twitch, öffnen Sie sich. Okay, Pascal hat leider niemanden. Wirklich niemanden? Dann gucke ich mal bei mir, wer alles live ist. Wir hätten die Panda-Katzen mit Gartic Phone. Wir hätten Jakob Wolf mit Dying Light 2 und... RTE, danke für deinen Follow und willkommen. Spike Hidden, wenn er endlich mal Horror spielt, dann gerne. Der wird mir aber gar nicht als live angezeigt. Boah, Duke, sei doch mal leise.
Da kriegt ihr einen richtigen Orgasmus hier. Ja, gute Nachti. Aber bleibt wenigstens noch kurz für den magischen Wade. Ja, ist er nicht wirklich? Spiky finde ich in meiner Liste nicht. Ich bin jetzt auch ganz unten angekommen. Ach doch, da. Okay, nee. Cult of the Lamp ist nicht so meins. Tut mir leid, Leute. Miau. Ich glaube auch, dass Duke of Clomus. Also meine Favoriten wären heute tatsächlich entweder wieder Jakob Wolf, ne? So wie gestern. Oder aber die Pandakatzen. Wie gesagt, die Pandakatzen, Gartikfauen und... Ich muss jetzt nochmal gucken, was hat denn Jakob Wolf gezockt? Ach ja, Dying Light. So, ich habe ein Ding dann gehört. Hä? Allerdings, hä? Das macht keinen Sinn. Bin ich jetzt so doof oder funktioniert der Chat nicht? Das hat doch gerade gedingdongt. Ich sehe aber keine Nachricht im Chat. Leute, könnt ihr mir helfen? Bin ich gerade doof? Also wer auch immer dieser Typ ist, dessen Nachrichten kommen hier nicht an, aus irgendeinem komischen Grund. Ja, da ist auch keine Nachricht. Muss ich das verstehen? Naja, keine Ahnung. Ich kann zwar bei OBS gucken, wer das eingelöst hat, aber da steht halt auch keine Nachricht. Und Johnny, hast du den gerade wirklich gesperrt? Du weißt, dass er mir gerade gefolgt ist. Miau. Naja, Fluf. Einfach Fluf. Ach, das war ein Bot? Das war kein Bot. Egal. Miau. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Jakob Wolf oder Pandakatzen? Der süße magische Chat darf entscheiden. Oh, ich sehe aber schon. Jakob Wolf hat jedenfalls der süße Nightmoon schon gesagt. One-Up ist ganz schön laut. Miau. Ich sehe auch gerade, Jakob Wolf kam, bevor ich überhaupt gefragt habe, wie man raiden kann. Gut, dass ich darauf achte. Na, dann machen wir das auch einfach mal. Diesmal achte ich gut darauf, dass ich keinen Schreibfehler reinmache. Nö, Leute. Das kann ich ja immer sehr gut. Gestern hätte ich ja fast den Falschen geradet. Boah, also dieser Duke ist komisch. Luf. Ja, genauso wie gestern, das stimmt. Ah, so, meine lieben Leuten. Dann gehe ich aber auch mal komplett aus dem Spiel raus, damit mir hier der Duke nicht auf die Nerven geht. Dann... ich bin irgendwie ziemlich müde gerade. Ich weiß nicht warum. Vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Miau. Wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Oder eine gute Nacht. Ist ja auch schon sehr spät. Ich wette, die meisten von euch gehen jetzt bestimmt gleich schlafen. Was ich gleich noch mache, weiß ich nicht. Erstmal auf die Toilette gehen, ich habe schon wieder zu viel getrunken heute. Und dann setze ich mich vielleicht noch mit dem süßen Johnny in den Discord. Miau, 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 miau. Ja, aber miau. Also wie gesagt, meine Süßen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und viel Spaß beim lieben Jakob Wolf. Miau, da freut er sich drüber. Da bin ich mir sicher. Der ist auch ziemlich nett. Miau, 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 miau. Nachtelein und bis morgen weiß ich nicht. Ich bin beim Alpha zu Besuch, wir streamen vielleicht am Abend. Ob ich selbst nochmal streame, weiß ich aber nicht. Aber ich wünsche euch natürlich trotzdem allen noch ein schönes Wochenende, falls man sich nicht mehr sieht. Und ciao, miau, 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 miau.